So, herzlich willkommen allerseits zu unserem Workshop zum Thema Energie und Digitalisierung. Mein Name ist Dirk Bauknecht. Ganz genau heißt die Veranstaltung hier Sonne, Wind und Beiz. Welche Daten braucht die Energiewende? Sie sehen schon, wir haben ein bisschen weniger Drama in dem Titel als in den anderen Panels. Wir hatten ja heute Morgen schon, wie war das hier, Brandbeschleuniger der Umweltzerstörung oder Game Changer oder jetzt hier parallel. Bei der Mobilität heißt es Car und Ridesharing als Fluch oder Segen. Also da können wir nicht ganz mithalten im Titel, aber trotzdem herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Aber das Ganze hat, glaube ich, schon auch ein bisschen einen inhaltlichen Grund. Also wir sehen tatsächlich, also wir diskutieren natürlich die Digitalisierung als ein Enabler, als ein Element der Energiewende und würden da generell erstmal sagen, dass wir die oder eine Form der Digitalisierung auch benötigen für die Energiewende. Und dann geht es sozusagen gleich ein bisschen ins Detail. Und dann müssen wir natürlich gucken, und das wollen wir heute auch diskutieren, was für eine Digitalisierung brauchen wir denn eigentlich ganz genau? Da gibt es jetzt ja ganz verschiedene Konzepte, die natürlich auch sprießen. Und da müssen wir natürlich dann schon auch gucken, aus so einer Energiewendeperspektive, was davon brauchen wir, was sind wirklich die Beiträge, die das dann auch leisten kann. Und natürlich müssen wir auch darüber reden, was hat es dann vielleicht auch für negative Effekte möglicherweise an der einen oder anderen Stelle, die man dann auch wieder versuchen kann einzudämmen. Das wollen wir alles diskutieren. Aber generell wäre so unser Startpunkt jedenfalls, auch das können wir natürlich diskutieren, dass für die Energiewende die Digitalisierung einfach eine wichtige Rolle spielen wird, um die ganzen dezentralen, fluktuierenden Anlagen, die von verschiedenen Akteuren betrieben werden, und die Flexibilisierung auf der Verbrauchsseite und diese Dezentralisierung insgesamt, um das alles zu steuern, da wird es sicherlich eine Rolle spielen. Wir haben ein wunderbares Podium hier vorne sitzen, werde ich dann auch gleich nochmal vorstellen. Ich muss an der Stelle sagen, wir hatten ursprünglich 5 Redner eingeplant und im Programm stehen. Der Herr Hesse von Grid Singularity musste leider aus persönlichen Gründen kurzfristig absagen. Das ist ja schade, aber wir sind immer noch gut vertreten und können deshalb dann hier auch sehr gut diskutieren. Genau, bevor wir jetzt mit unseren Gästen und Rednern hier einsteigen, macht mein Kollege Christoph Heinemann einen kurzen Überblick über das Thema, so aus unserer Sicht, um das so ein bisschen einzuordnen. Und wir sind dann auch so diejenigen, die gemeinsam hier durch die nächsten 2 Stunden führen werden. Ja, danke. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Christoph Heinemann vom Ökoinstitut aus Freiburg. Wir werden jetzt nochmal versuchen, mit ein paar Folien so in das Thema einzuleiten, Digitalisierung und Energiewirtschaft, einfach um alle hier abzuholen und dann gemeinsam die Spezialvorträge auch genießen zu können. Wir kommen ja aus einer Energiewirtschaft, die früher sehr anders aussah, als sie heute schon aussieht. Wir haben eine Reihe von neuen Elementen dazugewonnen im Rahmen der Energiewende. Wir haben fluktuierende Energien, PV, Wind, wir haben neue Stromverbraucher, Wärmepumpen, Elektromobilität, das geht jetzt alles rasant bergauf. Wir haben aber auch neue Akteure, Prosumer, Menschen, die selber auf ihren Dächern PV-Anlagen installieren und diesen Strom auch selber verbrauchen wollen. Und wir haben natürlich mit diesen ganzen neuen Elementen, da kommen immer neue hinzu, verändert sich alles ein bisschen, haben wir aber auch neue Herausforderungen im Stromsystem. Wir haben Fluktuation, mit der wir umgehen müssen. Wir müssen Erzeugung an den Verbrauch anpassen. Und das ändert sich gerade ein bisschen, dass wir den Verbrauch eben auch an der Erzeugung anpassen müssen. Wir haben, ich habe es gesagt, neue Stromverbrauche, Prosumer. Und vor allen Dingen ist aber auch das Thema die Kleinteiligkeit und Dezentralität dieser Anlagen. Und wir können jetzt diese ganzen Sachen können wir messen, wir können steuern, wir können Prognosen nutzen, wir können das auch alles mit digitalen Technologien machen. Aber das Besondere jetzt eben aus unserer Sicht an der Digitalisierung ist eben diese digitale Vernetzung. Das heißt, dass diese neuen Elemente auch mit den alten kommunizieren können, dass da ein Austausch stattfindet, dass sie sich aneinander anpassen können und so eben durch diese Vernetzung eben zu einem effizienten und nachhaltigen Gesamtsystem zusammenwirken können.
Und diese digitale Vernetzung, die bietet eben die Möglichkeit, ich meine, früher konnte man ja auch anrufen per Telefon und sagen, fahr mal hoch, fahr mal runter und solche Sachen. Aber wir haben jetzt eben die Möglichkeit, das wirklich mit hoher Geschwindigkeit zu machen. Wir können große Datenmengen schnell transportieren und das alles mit geringen Transaktionskosten. Wir haben ja in unserem Blog heute zwei Überschriften noch eingebaut. Einmal Digitalisierung für mehr Innovation und Einfluss für die Verbraucherin. Darin sehen wir eigentlich die Digitalisierung in der Energiewirtschaft als Enabler, als Element, was neue Möglichkeiten schafft. Also neue Akteure, also es gibt neue Akteure, aber auch neue aktive Akteure, die wirklich aktiv sind im System. Es gibt neue Geschäftsmodelle, die auch zum Teil zu neuen Marktstrukturen führen können, also auch da entwickeln sich ganz neue Pfade und vor allen Dingen auch die Sektorintegration, also das Stromsystem zusammenwächst mit der Mobilität, mit der Wärme, mit der Grundstoffchemie auch. Auch da haben wir eben Innovationen. Und auf der anderen Seite, das will ich aber gar nicht so gegenüberstellen, sondern parallel dazu, haben wir eben auch das Thema Steuern vernetzen und ermöglichen, digitale Lösungen für erneuerbare Energien und Stromnetze. Das heißt, dass wir die Digitalisierungsmöglichkeiten nutzen, um auch das Vorhandene und die neuen Elemente möglichst effizient zu steuern, zu verbinden. Da geht es dann um Einbindung von den vorherig angesprochenen kleinteiligen Anlagen. Es geht um eine optimale Nutzung auch der Netze. Dazu haben wir auch einen ganz konkreten Vortrag. Und es geht aber auch um die Einbindung von Prognosen, um eben mit dieser Fluktuation auch umgehen zu können. Wenn man diese ganzen neuen Möglichkeiten sieht, gibt es natürlich aber auch Fragestellungen, gerade vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit fragen wir natürlich auch, wie sieht es mit der Datensparsamkeit aus? Wir haben dazu aber am Vormittag ja auch schon zwei Sessions gehabt. Ich denke, das muss nicht unbedingt der Fokus sein hier in der Session, aber es ist trotzdem auch bei der Energiewirtschaft eben eine Frage. Wir haben auch die Frage des Ressourcenverbrauchs der Technik, die wir dort einsetzen in der Energiewirtschaft und auch die Frage, wie verändern sich eigentlich durch neue Möglichkeiten, neue Geschäftsmodelle die Marktstruktur und in welche Richtung gehen wir dann und hat das auch wieder indirekte Effekte auf Nachhaltigkeit. Und wir haben auch die klassischen Rebound-Effekte, das heißt, wenn man vielleicht durch neue Vermarktungsformen von Ökostrom zum Beispiel denkt oder andere Visualisierungsmöglichkeiten durch Digitalisierung, dass man dann auch vielleicht manche Kunden irregeleitet werden und denken, mein Strom kommt sowieso aus der Windanlage, ich kann jetzt eigentlich massiv Strom verbrauchen, weil das ist ja eh alles Ökostrom und da man natürlich auch gewisse Effekte hat, die aus Nachhaltigkeitssicht zu hinterfragen sind. Das als ganz kurzer Überblick dazu und wir haben dann eben in diese zwei Themen auch nochmal eingeordnet, die vier Vortragenden heute, die dann Dirk nochmal vorstellt. Genau, wir haben diese beiden Blöcke wie dargestellt, oben vielleicht kurz gesagt so der Markt und unten ein bisschen eher die Infrastruktur, die wir brauchen. Und wir haben eben oben zwei Vorträge. Wir starten mit Julia Röß und haben dann Holger Krawinkel von Anyway bzw. MVV. Und wir werden dann nach diesen beiden Vorträgen auch so einen Diskussionsblock dazwischen machen und haben dann den zweiten Teil eher zur Infrastruktur mit Tobias Plätzer, Schleswig-Holstein Netz und Stefanie Meinborg von der Bundesnetzagentur. Und genau, auch danach gibt es dann nochmal die Möglichkeit zu diesen dort diskutierten Themen, aber dann auch nochmal so übergreifend mit allen zusammen und dann natürlich auch mit Ihnen zu diskutieren. Und es wird auch in der Pause sozusagen, in der Umbaupause auch für Sie die Möglichkeit geben, auch dort schon Fragen zu stellen. Also Sie müssen jetzt nicht bis zum Ende warten und können eben schon auch am Anfang schon mal überlegen, was Sie denn gerne diskutieren würden. Genau, so sieht das Programm aus bis 16 Uhr. Wir starten mit dem ersten Vortrag. Julia Röß von Anyway Startup, neuer Akteur in der Energiebranche. Und Frau Röß ist dort Produktmanagerin und verantwortlich für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und hat eben diese Peer-to-Peer-Plattform, die sie jetzt auch vorstellt, eben auch verantwortlich mit aufgebaut von Anfang an. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind und wir sind gespannt auf den Vortrag, den ich... Vielen Dank, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Millionen von Menschen mobilisieren sich aktuell für den Klimaschutz. Die Erreichung der Klimaziele ist von den Schülern über die Schülerinnen bis in die Politik in aller Munde.
Vor etwa einem Jahr begann der Streik mit einer Person. Im September diesen Jahres waren bereits mehr als 1 Million Menschen allein in Deutschland auf den Straßen, um gemeinsam zu demonstrieren. Wir sehen hier an der Digitalisierung, was geschafft werden kann. Menschen vernetzen sich untereinander. Eine Bewegung erhält Gehör und innerhalb von kürzester Zeit kann eine enorme Reichweite generiert werden. Einer der Hauptaspekte zum Erreichen der Klimaziele ist das Thema CO2. In Deutschland hat die Energiewirtschaft einen sehr hohen Einfluss auf die Erreichung der Klimaziele. Denn sie ist mit etwa 40% Anteil am deutschen CO2-Ausstoß einer der Hauptverursacher. Nach den aktuellen Zielen der Bundesregierung im Klimaschutzpaket soll der Ausbau der erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 auf 65% ansteigen. Aber wo stehen wir heute? Zum aktuellen Zeitpunkt basiert bereits mehr als ein Drittel unserer Stromerzeugung auf erneuerbaren Energien. Das ist erstmal ein guter Schritt, heißt aber gleichzeitig, dass ein Großteil des Weges auch noch vor uns liegt. Aber wer hat diesen Ausbau eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt massiv vorangetrieben? Die großen Stromkonzerne hatten mit weniger als 10% am Anteil des Ausbaus tatsächlich einen eher geringen Anteil. Der Großteil der erneuerbaren Energien in Deutschland wurde von Privatpersonen, Landwirten und Co. vorangetrieben. Trotz der vielen privaten Erzeuger liegt die nächste Stufe der Wertschöpfung, die Stufe nach der Stromerzeugung, jedoch nicht bei ihnen. Diese Stufe der Wertschöpfung liegt in der Regel bei Mittelsmännern. Der Strommarkt in Deutschland ist in der Regel ein anonymer Markt, der geprägt ist durch Zwischenhändler. Erzeuger und Erzeugerinnen kennen ihre Verbraucher in der Regel nicht, weil zwischen ihnen ein Vermittler steht. Bei Anyway haben wir uns also gefragt, sind zentralistische Marktstrukturen in Zeiten einer dezentralen Stromerzeugung eigentlich noch zeitgemäß oder ist es hier an der Zeit, Marktstrukturen aufzubrechen und die Marktmacht zurück in die Hände der Stromerzeuger und Stromerzeugerinnen und der Verbraucher und Verbraucherinnen zu legen? Dank der Digitalisierung ist ein Geschäftsmodell wie das unsere heute möglich. Wir nennen es Strom von Mensch zu Mensch. Erzeuger können jetzt direkt ihren Strom an Endkunden verkaufen, ohne den Umweg über einen Zwischenhändler. Beide schließen direkt einen Vertrag miteinander und nehmen so die Wertschöpfung zurück in ihre eigenen Hände. All die Menschen, die in erneuerbare Energien investiert haben und Solaranlagen auf ihren Dächern oder Windkraftanlagen auf ihren Feldern gebaut haben, können jetzt einen Schritt weitergehen. Für den Einzelnen ist es schwierig, einen Schritt weiterzugehen, da der Energiemarkt in Deutschland durch viele Regularien und hohe Markteintrittsbarrieren geprägt ist. Das ist aber jetzt dank der Digitalisierung und skalierbarer und vollautomatisierter Prozesse möglich. Martina, Familie Lange oder auch Andreas sind heute nicht mehr nur Stromerzeuger und Erzeugerinnen, sondern auch Stromverkäufer und Verkäuferinnen. Sie verkaufen auf dem Marktplatz Strom direkt an Endkunden. Sie entscheiden selbstständig über ihren Preis. Als Kunde entscheide ich nicht mehr nur, ob ich Strom aus Wind, Sonne oder Solarenergie beziehen möchte oder welche Region mir am Herzen liegt, sondern auch, welche persönliche Geschichte mich überzeugt. Mit wenigen Klicks kann ich mir meinen Stromverkäufer auswählen und ganz bewusst entscheiden, wen ich mit meinem Geld unterstützen möchte. Persönlich, regional, transparent und ganz einfach. Andreas aus dem Münsterland zum Beispiel. Bei ihm baute der Enercon-Chef 1989 noch ganz persönlich das Windrad mit auf, denn es war die Nummer 13. Seitdem hat er in mehrere Anlagen investiert, unter anderem auch in Solaranlagen. Mit seinem Strom versorgt er seine Schleiferei und eine Kaffeerösterei.
In der Vergangenheit hat er seinen restlichen Strom über einen Vermittler weitervermarktet. Heute verkauft er diesen Strom selbst an seine Nachbarn, seine Freunde oder auch die Kunden seiner Kaffeerösterei. Entscheidet sich ein Kunde für den Strom von Andreas, findet der Wechsel des Stromversorgers ganz automatisch im Hintergrund statt, ohne jeglichen Aufwand für den Kunden. Andreas selbst kennt seinen Kundenstamm aber natürlich und ist laufend darüber informiert, wenn ein neuer Kunde den Weg zu ihm findet. Und trotz aller Digitalisierung hat er weiterhin die Möglichkeit, eine persönliche Beziehung aufzubauen, indem er beispielsweise als Begrüßungspaket ein Päckchen Kaffee versendet. Oder Familie Lange. Auch sie kann ihre persönliche Geschichte auf dem Marktplatz erzählen und ganz unkompliziert mit vielen Menschen in Verbindung treten. Dank der Digitalisierung und skalierbarer Prozesse können diese Stromerzeuger all die Anforderungen erfüllen, die auch die großen Stromversorger und Stromkonzerne erfüllen, denn sie werden zu vollwertigen Energieversorgungsunternehmen. Markteintrittsbarrieren können so gesenkt werden und mehr Menschen können an diesem Markt teilhaben. Im Hintergrund laufen beispielsweise automatisierte Prognosen, wann Familie Lange ihren Strom produziert, wie viel Strom ihre Endkunden verbrauchen und wann Familie Lange gegebenenfalls Strom hinzukaufen muss, weil der Wind mal nicht stark genug weht. Ihre Kunden sind somit zu jedem Zeitpunkt zu 100% mit Strom versorgt von Familie Lange. Auf diesem Weg schaffen wir gemeinsam Geschwindigkeit vorbei an Konzernen und der Politik. Wir können Marktstrukturen mit effizienten und skalierbaren Prozessen verändern und die Energiewende wird erlebbar und mehr Menschen können an ihr teilhaben. Die Digitalisierung bietet uns Möglichkeiten, Dinge heute anders zu machen und auch Marktstrukturen gänzlich neu zu denken. Vielen Dank. Das war jetzt sozusagen die Geschichte eines neuen, innovativen Akteurs auf dem Strommarkt. Und wie Sie vielleicht schon erraten haben, ist die Dramaturgie unseres Programms so, dass wir diesem neuen Akteur einen alteingesessenen Versorger gegenüberstellen wollten, aber ein innovativer alteingesessener Versorger, wie wir bestimmt gleich hören werden. Und dafür freuen wir uns, dass Holger Krawinkel uns gleich berichten wird, welche Aktivitäten bei der MVV Energie zurzeit laufen. Holger Krawinkel seit 30 Jahren aktiv für die Energiewende, kann man sagen, glaube ich. Und seit 5-6 Jahren in Mannheim bei der MVV als Leiter der Stabsabteilung Customer Experience und Innovation. Also genau richtig, um uns hier zum Thema Digitalisierung zu berichten. Herzlich willkommen, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr beim Öko-Institut. Ich war ja auch mal einige Jahre hier im Vorstand, aus meiner Arbeit berichten zu können. Zuvor, ich habe mir so überlegt, was ich machen soll, aber ich fand das heute Morgen von der Frau Kurz so toll mit diesen Beispielen, was der Kunde sich so alles zumuten lässt von der Digitalisierung, habe ich mal den Unterschied zwischen Energiewirtschaft und Digitalwirtschaft mitgebracht. Das ist Energiewirtschaft, der passt überall und das ist unten Digitalwirtschaft. Ich muss also 3 Ladegeräte mitschleppen, damit ich meine Geräte sozusagen versorgen kann. Da ist Luft nach oben. Ich komme da noch drauf zurück, will nicht nur Spaß machen. Dieses Wort ist ja schon gefallen. Es ist ein Enabler, ist ganz wichtig. Wir haben natürlich mit den Kunden, aus Kundensicht, das Problem, dass sie mit immer mehr Problemen sozusagen konfrontiert werden. Das ist ja eben auch schon angesprochen worden. Und deswegen ist es wichtig, die Digitalisierung bei uns so einzusetzen, dass im Prinzip der Kunde ein bisschen von den Zumutungen ferngehalten wird. Also gerade diese volatile Einspeisung und so weiter, das will er ja alles gar nicht genau wissen. Er will seinen Strom, seinen Ökostrom im Prinzip dann haben, wenn er den braucht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Kundengruppen, die sind neugierig, die wollen was Neues machen, so ähnlich wie Sie das eben auch beschrieben haben. Die wollen neue Angebote. Wir hatten ein Projekt Strombank, wo wir versucht haben, einen zentralen Batteriespeicher in einem Wohngebiet zu organisieren mit verschiedenen Kunden, die sozusagen dann alle diese Strombank nutzen konnten, ist natürlich
sozusagen aus regulatorischen Gründen nicht übertragbar gewesen, Stichwort Netzentgelte. Aber immerhin haben wir das mal ausprobiert und da waren die Kunden auch wirklich begeistert, die da mitgemacht haben. Also wichtig ist eben für uns auch, dass das eine, diese Versorgungssicherheit, diese Normierung, Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen sich jedes Mal, wenn Sie einen neuen Kühlschrank kaufen, eine neue Steckdose installieren. Das ist natürlich das, was wir anbieten können. Und das ist auch genau das, was im Prinzip sozusagen mindestens von den Kunden erwartet wird. Und das können wir natürlich auch mithilfe der Digitalisierung in dieser komplexer werdenden Welt durchaus garantieren. Wir haben verschiedene Marktforschungen gemacht. Auch andere haben das gemacht, um uns mal zu nähern, was ist sozusagen beim Kunden. Und was ich ganz interessant fand, es gab auch im Auftrag vom BDW bei Rheingold eine interessante Untersuchung über digitale Geschäftsmodelle, Smart Home und wie sie alle heißen. Und da hat man mit tiefen Interviews festgestellt, dass die Kunden sozusagen in der digitalen Welt anders leben als sozusagen in der Stromwelt. Bei der digitalen Welt machen sie alles, was heute Morgen beschrieben war, relativ sozusagen unhinterfragt. Beim Strom sind sie anders. Da wollen sie Sicherheit, das muss immer fließen und so weiter und so weiter. Und da will man auch nicht experimentieren. Deswegen ist da eine höhere Zurückhaltung bei der Freigabe von Daten. Das ist ganz überraschend. Diese Smart-Home-Projekte sind noch nicht überall gut gelaufen. Und das hängt genau damit zusammen, dass es da offensichtlich eine andere Grundeinstellung gibt. Beim einen ist man sozusagen, will man sozusagen die Grenzen erweitern, Neues ausprobieren. Bei dem anderen ist man sehr stark sozusagen auf sein Zuhause konzentriert. Und deswegen gibt es auch so bestimmte Begriffe, wie es heute auch schon angesprochen worden, in Echtzeit abbilden. Ah, ganz furchtbar, was passiert da eigentlich? Würde ich da ausspioniert und so weiter? Und es geht ja auch tatsächlich. Also wenn da mit den Daten nicht ordentlich umgegangen wird, kann genau das passieren. Auf der anderen Seite sind eben die Mehrwerte, zum Beispiel sind wir ja sehr stark engagiert in dem dezentralen Geschäft, also PV-Anlage, Batteriespeicher, Ladebox. Und wir haben festgestellt, auch da wollen sich die Kunden jetzt nicht mit allem beschäftigen. Na klar, die wollen gerne so ein Tablet haben, wo sie mal nachgucken können, wie das aussieht, ist der Speicher voll. Aber das Interesse lässt natürlich nach einer gewissen Zeit auch eher nach. Und sie wollen das in sicherer Hand wissen. Und das ist genau das, was dann uns auch ermöglicht, die Daten sozusagen von den Kunden so zu bekommen, dass die Kunden das auch wollen, weil sie einen bestimmten Mehrwert haben. Wenn der Mehrwert nicht klar ist, ist es eben schwierig. Also ganz klar sozusagen Mehrwerte anbieten. Und da muss man natürlich auch genau gucken, wollen die Kunden auch wirklich diese Mehrwerte oder ist es eher so, dass wir die Mehrwerte haben wollen? Das finden die Kunden dann relativ schnell heraus. Sie sind einfach der Energiewirtschaft kritischer gegenüber eingestellt als sozusagen diesen digitalen Angeboten. Wir haben einige Projekte, eins habe ich schon erwähnt, durchgeführt. Einmal ging es um die Steuerung von Nachtspeicheröfen. Das war ein EU-gefördertes Projekt. Eigentlich ganz positiv, weil man hat eben gesehen, wenn ich die Anlagen besser ansteuern kann, kann ich die Stromkosten deutlich senken. Allerdings ist die Spreizung in den Strompreisen auch wieder regulierungsabhängig. Da haben wir auch gewisse Begrenzungen. Deswegen hat sich in der Regel dann am Ende herausgestellt, dass die Mehrkosten, um eben solche Steuerungseinheiten zu installieren, sich nicht amortisieren, solange nicht die Spreizung stärker abgebildet werden kann. Aber wir wissen es zumindest, wenn die Regulierung das ermöglicht, können wir da einsteigen. Franklin, das ist im Rahmen von C-Cells bundesweites Programm hier für die Länder der Südländer, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen. Das ist so ein zelluläres Projekt, wo wir versucht haben, sozusagen, wie es hier auch beschrieben ist, erstmal soll sich die Zelle selber versorgen und dann sozusagen den Überschuss austauschen. Und dazu ist bei uns auch eine IoT-Plattform entwickelt worden, die das organisieren soll mit Wärmepumpen, Ladeboxen und so weiter. Ein kleiner Schönheitsfehler, muss ich selbstkritisch sagen. Man hat es leider versäumt, da sind wir einfach zu spät in dieses Projekt reinzukommen, natürlich dafür zu sorgen, dass auch ganz viel mit erneuerbaren Energien versorgt wird. Das hängt natürlich dann damit zusammen, dass die Bauherren nicht wirklich dazu gezwungen werden können, das machen zu können. Also PV-Pflicht und solche Sachen spielen da natürlich auch eine Rolle. Aber wie gesagt, das wird jetzt ausprobiert und wir sind da ganz zuversichtlich, dass wir da ganz interessante Erkenntnisse gewinnen.
bei den Kundenprozessen ist es, glaube ich, noch deutlicher, weil dort ist es so, dass Kunden lernen es kennen bei Amazon, beim Telefonanbieter, wie bestimmte Prozesse automatisiert durchlaufen. Kommen sie zu uns, klappt das nicht immer so. Da sind wir sozusagen diejenigen, die die Schwierigkeiten haben, weil tatsächlich zum Beispiel von den Kunden gar nicht so viele Daten verfügbar sind. Wir haben wenig E-Mail-Adressen. Sie kennen diese ganze Frage Opt-in, Opt-out. An die kommen wir auch nicht so ohne weiteres ran. Wir müssen auch die Marktforschung schon ein Stück weit präzisieren und teilweise einschränken durch die Datenschutzgrundverordnung. Das hat also nicht nur positive Seiten, sondern durchaus auch kritische Seiten in diesem Punkt. Und deswegen müssen wir eben hier stark investieren, um eben die Prozesse so zu gestalten, dass sie wirklich kundenfreundlich sind. Das ist natürlich nicht unproblematisch. Wir sind noch ein relativ großes Stadtwerk, aber so kleinere Stadtwerke, die das auch machen müssen, die haben dann natürlich so hohe Prozesskosten, dass sie das bei der Zahl der Kunden nicht wieder einspielen können. Also das wird sicher nochmal eine interessante Diskussion, gerade Hintergrund sozusagen E.ON RWE bzw. E.ON Innogy, könnte das sicher nochmal einige Entwicklungen geben, die nicht jedem gefallen. Wir sind dabei, eigene Apps zu entwickeln für Elektromobilität vor allen Dingen. Das kommt sehr gut an. Wir haben mit der Stadt zusammen eine App entwickelt, wo im Prinzip auch Veranstaltungen und so weiter mit dabei sind. Das machen natürlich auch viele Kommunen. Wir haben ein Projekt Ambient Assisted Living sozusagen als neues Angebot im Regionalvertrieb für die älteren Mitbürger. Wir bieten jetzt über eine Plattform Dienstleistungen an bis zum, was war das letzte, Fensterputzen war, glaube ich, bei den Kunden sehr hoch im Kurs. Wir haben einen internen Innovationsprozess durchgeführt. Da hat sich dann ein Projekt My Talents durchgesetzt, also praktisch eine Plattform für Talente. Das war jetzt dummerweise von unserem Geschäftszweck etwas zu weit weg, sodass wir das nicht im Konzern weiterverfolgen können. Aber ein anderes internes Startup, sehr interessant, hat im Prinzip macht eine Luftbildauswertung mit Algorithmen, um Wärmepässe und Wärmeanalysen festzustellen. Das hat ein erhebliches Einsparpotenzial. Also da sind wir sehr gespannt. Das haben wir sozusagen jetzt als Projekt bei uns integriert. Und da wird es dann im nächsten Jahr die ersten Angebote geben. Also wir sind da schon ganz gut auf dem Weg. Allerdings, das jetzt abschließend, ich glaube, es ist schon mal angesprochen worden, führend ist meines Erachtens ganz klar die Solarisierung, also Ausbau der erneuerbaren Energien und die Elektrifizierung der Anwendungen. Die Digitalisierung macht das möglich. Wenn wir aber keine PV und keine Windkraftanlagen bauen, nützt uns das nicht viel. Wenn wir nicht auf Elektromobilität und Wärmepumpen umstellen, auch nicht. Also ich muss, glaube ich, immer klar unter politischen Kommunikation sagen, das wird manchmal ein bisschen anders gemacht. Das sind unsere entscheidenden Treiber und auch die entscheidenden Treiber für die Klimawende. Die Digitalisierung ist ein wichtiges, notwendiges Hilfsmittel, aber auch nicht mehr. Vielen Dank. Ich werde das Mikrofon nehmen für die Live-Übertragung. Auch Gruß an die Zuschauer zu Hause. Genau, auf der anderen Seite Anyway mit einem neuen Konzept, wo die Leute direkt miteinander handeln können. Was wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen herausarbeiten würden gerne, ist so die Frage, was ist denn jetzt der konkrete Beitrag der Energiewende? Und auch die Frage, ob die Konzepte sich jetzt sozusagen ergänzen oder in Konkurrenz zueinander stehen. Herr Grawinkel, Sie haben gesagt, es gibt einen großen Teil der Verbraucher, der sich vielleicht für die Themen gar nicht interessiert und froh ist und vielleicht auch gerade durch die Digitalisierung damit dann nichts zu tun hat. Auf der anderen Seite gibt es eben die innovativen Akteure, die gern hier jetzt auch neue Sachen ausprobieren wollen, die ja dann auch von Anyway mit diesem Konzept ein Stück weit adressiert werden. Von daher die Frage, steht es jetzt in Konkurrenz zueinander oder ergänzt sich ganz gut? Wer möchte dazu was sagen? Ich finde das prima. Wir haben ähnliche Überlegungen, allerdings nicht für den Privatkundenbereich, sondern für den B2B-Bereich. Wir nennen das dann, gut, das kann man hier schlecht so sagen, Strom aus eigener Schlachtung. Also
Sie wissen aber, was ich meine. Ne? Und wir wollen eine Plattform aufbauen für die B2B-Kunden, also für die Geschäftskunden, um eben, gerade wenn jetzt das EEG sozusagen bei einigen Anlagen ausläuft, die Post-EEG-Anlagen, da ist es ja mit den Herkunftsnachweisen deutlich einfacher, sozusagen dann über diese Plattform genau an die Kunden auch zu vermarkten. Also das ist im Prinzip ein ähnliches Modell, eben nur nicht für die Privatkunden. Also ich finde das ganz prima. Das würden wir sicher auch machen, aber wir fangen mal sozusagen erstmal mit den Geschäftskunden an. Und wir sehen schon, dass wir mithilfe solcher Modelle auch andere Kundengruppen erreichen. Wir haben es gerade auch im Geschäftskundenbereich. Also Kunden, die einen starken Publikumsverkehr haben, die wollen natürlich auch nach außen dokumentieren. Ich habe sozusagen meine CO2-Aufgabe gelöst. Ich habe hier meinen Ökostrom, dies und jenes. Und die wollen wir natürlich auch entsprechend bedienen. Sind denn bei Anyway die Anbieter, die Erzeuger, Menschen, die Post-EEG-Anlagen haben oder perspektivisch in den nächsten Jahren da reinkommen werden und haben deshalb das Interesse, dort zu vermarkten? Genau, die Anbieter bei uns sind alles Anbieter, die sich in der geförderten Direktvermarktung befinden, damit der Strom auch wirklich vermarktet werden kann an die Endkunden. Und die sind tatsächlich aktuell noch im EEG, weil die nächsten erst eben ab dem nächsten Jahr rauslaufen. Das sind dann aber tatsächlich auch einige, die jetzt sehr zeitnah rauslaufen. Und die Motivation ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Leute, die wirklich da sind, die schon immer ihren Strom verkaufen wollten und die angesprochen wurden, hey, warum kann ich den nicht bei dir kaufen? Aber es sind eben auch viele, die wirklich nach Möglichkeiten suchen, wie stellen sie sich auf, wenn sie aus der Förderung rauslaufen und die da nach Sicherheit suchen. Und da ist das Modell eben eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Und es bietet eine Sicherheit, weil sie ihren Strompreis selbst festlegen. Und wenn sie einen gewissen Kundenstamm haben, dann löst er sich auch nicht einfach von heute auf morgen auf. Dann geht vielleicht mal einer, aber es kommt auch wieder ein neuer. Also die Vielzahl an Kunden bietet dann auch eine Sicherheit. Also da könnte ja sozusagen auch dann der Nutzen für die Energiewende wieder die Perspektive ganz konkret darin bestehen, dass man sagt, dadurch kann man eben auch zusätzliche Zahlungsbereitschaft generieren für dann eben auch die Solarisierung. Also da würde die Digitalisierung dann da tatsächlich auch helfen für den Ausbau der Anlagen, beziehungsweise umgekehrt Anlagen, die aus dem EEG rausfallen, können sozusagen länger weiter betrieben werden. Also da hätte man dann direkt Erzeugungskapazität damit gewonnen. Die Frage, die wir uns auch gestellt haben, war, wie sich so diese beiden Anteile der Kundengruppen auch zueinander verhalten, größenordnungsmäßig. Also die Leute, die lieber ihre Ruhe haben wollen und die Leute, die aktiv werden wollen und die man mit solchen Konzepten dann auch erreicht und wo man vielleicht auch zusätzliche Akzeptanz dann generieren kann. Nicht nur Anlagen, sondern auch Akzeptanz. Also wir haben vor einigen Jahren mit dem Fraunhofer-Institut EASY in Karlsruhe mal so eine Marktsegmentierung vorgenommen. Da ging es eigentlich mehr darum, um die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften für bestimmte Modelle abzutesten. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren die, so mal diese Erstinnovatoren, die besonders agil sind, das waren etwa 2%. Dann kommen die frühe Mehrheit, das ist der wichtige Punkt, das sind schon 40%, glaube ich. Und die sagen dann schon ganz deutlich, also lass uns mit dem ganzen Geraffel da in Ruhe, mach das, wir wollen das so. Also das heißt, wenn ich ein breites Geschäftsmodell entwickle, muss ich natürlich am Anfang sozusagen auf die Kunden setzen, die eine höhere Zahlungsbereitschaft haben, weil da kann ich so mal am Anfang natürlich so mal bestimmte Kosten besser auch unterbringen. Und dann muss ich aber relativ schnell übergehen in die breiten Kundengruppen, um eben dann die entsprechenden Produkte auch breit absetzen zu können. Genau, also der Preis muss auf jeden Fall wettbewerbsfähig sein. Das ist das, was wir auch feststellen. Und grundsätzlich ist es am Strommarkt schon so, dass ein Großteil der Kunden tatsächlich noch beim Grundversorger ist. Aber es gibt eben auch einen größeren Teil, der eben Ökostrom bezieht, der auch weiter wächst. Und man merkt eben auch die anderen Bewegungen, die wir gerade merken, Fridays for Future und so, dass immer mehr Wissen auch einfach aufgebaut wird. Kunden sich sehr viel bewusster verhalten und sehr viel mehr über ihren Konsum einfach wissen möchten. Und dazu gehört unter anderem auch Strom. Okay.
Mich würde nochmal die technische Grundlage interessieren. Ich hatte Anyway immer am Anfang mit Blockchain in Verbindung gebracht. Im Vorgespräch habe ich jetzt erfahren, ist gar nicht unbedingt der Fall. Aber auch die Frage bei Ihnen auf der Folie, Herr Kramwinkel, war detailliertes Metering als Grundlage bei C-Sales zumindest in der Zelle aufgeführt. Das würde mich auch interessieren, wie es da bei Anyway aussieht. Vielleicht können wir da nochmal von beiden Seiten erfahren, wie die technische Grundlage aussieht. Danke. Genau, also bei uns ist es so, dass tatsächlich als Privatkunde kann jeder teilnehmen. Also in der Regel hat jeder einen Standard-Lastprofilzähler und das reicht völlig aus. Also es spricht alle Privatkunden an. Und auf der Stromverkäuferseite ist es so, dass sie Teilnehmer an der Direktvermarktung sein müssen. Das heißt, sie müssen fernsteuerbar sein und diese Auflagen erfüllen. Aber das ist eigentlich alles. Und dann müssen sie eben aber den Prozess durchlaufen, ein Stromversorger zu werden, damit sie auch wirklich Kunden beliefern können. Und zum Thema Blockchain, das setzen wir tatsächlich nicht ein für unseren Peer-to-Peer-Marktplatz. Wir haben uns aber intensiv damit beschäftigt und haben es an anderer Stelle tatsächlich im Einsatz. Wir haben ein weiteres Produkt, wir haben eine Solaranlage mit der Community gebaut, außerhalb des EEGs, haben die gemeinsam sozusagen verkauft. Wir haben die Solaranlage in Pizzaschachtel große Stücke geteilt und Kunden konnten sich beteiligen. Und es war eben, also um Hürden abzubauen, weil wir eben ganz klar sehen, es gibt viele Eigenheimbesitzer, aber es braucht eben ein Eigenheim. Und auf der anderen Seite haben wir aber ganz viele Mieter, die sich auch interessieren und etwas machen möchten, die aber kein Dach haben. Und oder investieren können. Vielleicht ist es auch finanziell eine zu große Hürde. Was wir also gemacht haben, ist, dass wir gemeinsam mit der Community, also mit den Kunden, eine Solaranlage bauen wollten, an der sich jeder beteiligen kann. Mhm. Und deshalb diese Pizzaschachtel großen Stücke, damit sie so klein sind, dass es für jeden möglich ist. Und an der Stelle haben wir tatsächlich Blockchain im Einsatz, um diese Stücke zuzuordnen, damit eben ganz klar transparent und fälschungssicher ist, wem welches Stück gehört und wir nicht die Möglichkeit haben, dieser Solaranlage mehrfach zu verkaufen. Ja, okay, interessant. Mhm. Ja, also auf Franklin, das ist ein ehemaliges Militärgelände der Amerikaner, entsteht ein Wohngebiet, etwa 10.000 Einwohner. Das wird mit High-Resolution-Metering gemacht, um Echtzeitdaten zu gewinnen. Ob wir die hinterher wirklich brauchen für die Steuerung, das wird sich herausstellen. Das ist ja, wie gesagt, ein Pilotprojekt. Das werten wir aus. Für bestimmte Anwendungen würden wahrscheinlich Viertelstunden durchaus ausreichen, aber es wird eben da mal ausprobiert, wie weit man sozusagen da gehen kann, welche zusätzlichen Dienstleistungen möglicherweise angeboten werden können. Aber ich würde gerne noch mal einen Punkt zu diesen verschiedenen Angeboten sagen. Also wir sind sozusagen in Mannheim ein ganz normales Stadtwerk mit Grundversorgung. Wir haben im Moment noch keine Angebote außerhalb von Mannheim. Da sind unsere Angebote anders. Da bieten wir eben diese dezentralen Lösungen, also PV plus Speicher plus Batterie. Wir haben eine Tochter in Regensburg, Enerix, das ist ein Vertriebssystem. Die verkaufen so etwa 2000 Anlagen pro Jahr, also schon relativ viele, sind auch von der Marke her ganz, ganz gut bekannt. Wir machen das selber in Mannheim und da kommt immer der Wunsch der Kunden, für den Reststrom sozusagen wirklich eine Ökostromlösung zu haben. Und das müssen wir so ähnlich organisieren, wie Sie das gemacht haben. Da könnte man wahrscheinlich auch zusammenarbeiten. Ja. Das finde ich das passt eigentlich sehr gut. Und bei den Mietern, das ist ja jetzt gerade in der Diskussion, ist natürlich ganz klar, wir würden gerne Mieterstromprojekte auch mit Photovoltaik machen, aber das ist so aufwendig, alleine auch in der Akquisition, in der Administration, das wissen Sie, das ist im Prinzip regulatorisch wirklich Mist, das muss anders gemacht werden. Und wir sehen eben sowohl auf Franklin wie bei dem Versuch mit der Strombank, eigentlich müssten viele Lösungen quartiersorientiert organisiert werden. Ich war kürzlich in der Schweiz, hat es ja jetzt interessante Wahlergebnisse gegeben, das möglicherweise sogar noch beflügeln. Die haben mit dem neuen Energiegesetz die Möglichkeit geschaffen, dass Areale gebildet werden können, sogenannte Zweckgemeinschaften für Eigenerzeugung. Da werden alle Zählpunkte in dem Gebiet stillgelegt. Es gibt eine Übergabe und dann muss sozusagen diese Zweckgemeinschaft, die kann jemanden beauftragen, für die Stromversorgung innerhalb dieses Gebietes sorgen. Dann kann ich sozusagen meine Speicher, meine PV-Anlagen, was immer da steht, Ladesäulen, Wärmepumpen sozusagen wirklich optimiert einsetzen, kann dann auch nach außen hin optimieren, kann sagen, okay, wenn der Strompreis günstig ist, kaufe ich ein, wenn er hoch ist, verkaufe ich das. Und das ist eigentlich
meines Erachtens die Anwendung Ihres Modells im Quartier, das würde ich sagen, wäre eine Zukunftslösung, die man ohne weiteres hier auch machen kann. Vor allen Dingen, wenn man in den Städten eben auch stark erneuerbare Energien, also Photovoltaik, ausbauen will. Aber das würde auch bedeuten, dass die Kunden in diesem Areal dann sozusagen erstmal in diesem Areal Kunden sind, ne? Und diese Wahlmöglichkeit, also wäre es ein sehr dezentraler Ansatz, während, um das einfach nochmal gegenüberzustellen, hier ist ja sozusagen jeder Kunde erstmal für sich und schaut, also wie jetzt ja auch schon auf dem Strommarkt, wo er hin will und kann sich sein Peer aber auch halt irgendwo suchen, wenn ihm die Geschichte gefällt, um das mal aufzugreifen. Also ja, also ich meine, das ist Schweiz ist da ein Sondermodell, weil da gibt es keine Liberalisierung der Strommärkte unterhalb einem bestimmten Schwellenwert. Deswegen ist das da insofern einfacher. Man kann das aber kombinieren. Die Schweizer wollen ja sozusagen EU-Recht oder wollen EU-Recht umsetzen. Sie müssen irgendwann das auch freigeben. Ich habe mit den Kollegen gesprochen. Das kann man natürlich durchaus auch regeln, dass die freie Anbieterwahl erhalten bleibt. Aber bei Neubauten können Sie das heute hier in Deutschland auch schon machen. Dann wird das eben über die Miete abgerechnet. Da hat der Kunde immer noch die Möglichkeit, einen anderen Anbieter zu wählen. Aber wenn er 1500 Kilowattstunden sozusagen schon frei in der Miete hat, würde er das natürlich nicht machen. Also ich glaube, man muss genau, das war die Diskussion von heute Morgen. Ich glaube, nebenan läuft die ganz genauso. Ich muss eben überlegen, schaffe ich sozusagen in einem schlecht regulierten Bereich, also schlecht im Sinne von wirklich energiewendetauglich, nutze ich sozusagen die Nischen aus, um doch noch was zu machen, was ja auf jeden Fall gut ist. Oder aber, und das kann ja auch parallel laufen, nutze ich sozusagen diesen Schwung von Fridays for Future und allen anderen Bewegungen, um auch die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass es für alle solche Möglichkeiten gibt. Nicht nur, wenn das eben mal gewählt wird. Aber ich finde, das widerspricht sich nicht, weil das sind natürlich wichtige Innovatoren, wichtige Erfahrungen, die man dann natürlich auch einsetzen kann für solche anderen Projekte. Okay. Gut, vielen Dank. Dann wäre die Frage, ob es aus dem Publikum noch weitere Beiträge gibt. Wir haben auch da ein Mikrofon. Da hinten gibt es eine Meldung. Einen Moment. Dankeschön, Klaus Müschen, ehemals Umweltbundesamt. Ich habe zwei Fragen. Die eine Frage an Anyway. Wie groß ist das Volumen, was Sie derzeit handeln? Also, und wie sind so die Wachstumserwartungen? Und eine zweite Frage eigentlich an beide, zur Frage der Energiewendetauglichkeit. Ich sehe ein Manko, dass die Frage von Energiesparen und Energieeffizienz in diesen Modellen meiner Meinung nach zu wenig angesprochen wird. Wenn wir uns das Energiepäckchen der Bundesregierung angucken, dann wissen wir, dass da viel zu wenig Energieeffizienz enthalten ist. Und wenn wir die Ziele, die wir eigentlich erreichen müssen, bis 2030, 2040 erreichen wollen, dann reicht es nicht, wenn wir nur auf die Versorgungsseite gucken, immer mehr Erneuerbare ausbauen, wenn nicht gleichzeitig auf der Nachfrageseite ja massiv eingespart wird. Wir haben seit 30 Jahren einen relativ konstanten Endenergieverbrauch und bei natürlich gesunkenen Primärenergieverbrauch und gesunkenen CO2-Emissionen, aber die Energieeffizienz und Energieeinsparung wird meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig betont. Danke. Gibt es gleich noch eine zweite? Hier, Dominik. Dominik Seber vom Öko-Institut. Ich nehme jetzt eine Frage, die vor allem an Anyway geht. Anyway sieht sich ja so ein bisschen als Makler zwischen den Erzeugern und den Verbrauchern. Aber letzten Endes müssen ja alle Dienstleistungen, die so der klassische Versorger früher gemacht hat, nach wie vor erfüllt werden. Also vielleicht können Sie da noch mal kurz sagen, was genau so die Rolle ist, die Sie da übernehmen oder wer jetzt zwischen Erzeugung und Verbrauch genau welche Aufgaben übernimmt von den Prognosen über die Abrechnung, über die Frage, was ist, wenn mal das Windrad eben gerade nicht sich dreht, weil kein Wind weht oder weil es einen technischen Schaden gibt oder was auch immer. Und diese ganzen Prozesse, die eben klassisch durch einen Versorger stattgefunden haben, wo sich jetzt die Plattform dann tatsächlich davon abgrenzt und wo Sie da vielleicht auch tatsächlich die gleiche Rolle haben. Caroline Gebauer vom BUND. Ich habe mal eine ganz klassische Verbraucherinnenfrage. Wenn ich mir bei Anyway Strom einkaufen möchte,
frage ich mich jetzt, ich gucke mir diese Geschichten von den Leuten an und kaufe dann das, was mir am allerbesten gefällt, die Geschichte. Und ich habe mich jetzt gefragt, das ist vielleicht jemand, der einfach wirklich sehr gut eine Geschichte erzählen kann. Und viele Menschen wollen bei dieser Person Strom kaufen, aber die hat ja nur ein gewisses Kontingent. Also wie funktioniert das so ganz praktisch? Dann kann ich da einfach nicht mehr einkaufen oder... ja, genau. Also mich würde wirklich interessieren, wie das ganz praktisch funktioniert, weil so ein bisschen habe ich die Befürchtung, dass ich dann doch irgendwie Atomstrom kaufe, weil eben, also es ist jetzt ein bisschen ketzerisch, aber ich habe mich das wirklich gefragt. Also oder könnte ich zum Beispiel oder als Geschäftsidee auch einfach, ich baue jetzt ein Windrad und dann... erzähle ich eine richtig gute Geschichte zu diesem Windrad, aber eigentlich, genau, also verkaufe ich das teuer an jemanden und kaufe billig Strom ein. So. Also. Okay, das waren einige Fragen. Ja, dann fange ich damit doch einfach mal direkt an. Genau, also das beantwortet vielleicht auch die Frage zu den Prozessen ein bisschen. Also es wird für jeden, also erstmal wird für jeden Stromverkäufer, der auf die Plattform kommt, natürlich geguckt, in was investiert er. Und das müssen Erneuerbare sein und sollte kein Kohlekraftwerk sein beispielsweise. Das heißt, mit jedem werden auch persönliche Gespräche geführt, allein um diese persönliche Geschichte natürlich auch darstellen zu können. Und dann wird aber auch bei jedem geguckt, was sind seine historischen Einspeiseprofile und geguckt, wie viele Kunden kann er damit versorgen. Und wenn Sie sich unseren Marktplatz angucken, werden Sie bei einigen auch das Schild ausverkauft sehen. Weil auch wenn alle Stromverkäufer hin und wieder Strom dazu kaufen müssen, weil es immer mal passiert, dass die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, gucken wir schon, dass sie nicht ausschließlich anderen Strom verkaufen, weil sonst macht das Modell natürlich keinen Sinn. Das heißt, das wird berechnet und da werden Sie auch an der einen oder anderen Stelle das Schild ausverkauft sehen. Und dann vielleicht also wir sehen uns selbst als Marktplatz, auf dem Erzeuger und Verbraucher zusammengebracht werden und ermöglichen den Stromverkäufern, Stromversorger zu werden. Das heißt, die buchen verschiedene Dienstleistungspakete bei uns. Was wir denen beispielsweise anbieten, ist ein Zahlungsausfallpaket, also dass sie nicht im Risiko stehen, wenn ein Kunde mal nicht zahlt, dass wir das beispielsweise übernehmen. Wir unterstützen sie dabei, überhaupt Stromversorger zu werden und diese ganzen Prozesse zu durchlaufen, damit sie wirklich offiziell als Energieversorgungsunternehmen registriert sind. Und wir haben aber auch noch unterschiedliche Anbieter. Also im Hintergrund haben wir beispielsweise noch Direktvermarkter. Das heißt, als Stromverkäufer kann ich mir auch aussuchen, zu welchem Direktvermarkter möchte ich gehen, der dann beispielsweise die Prognosen erstellt. Und auf der Plattform im Hintergrund wird sozusagen alles gematcht, also Erzeugung und Verbrauch der Kunden. Und der Stromverkäufer legt aber sein Angebot selbst fest, legt auch seinen Preis selbst fest. Und er ist auch derjenige, der letztendlich den Vertrag mit dem Endkunden hat. Wir selber sind explizit kein Stromversorger. Das heißt, wir können gar keinen Strom an Endkunden liefern, weil wir diese Marktrolle gar nicht besitzen. Und dann war noch die Frage zu dem Angebot. Wir haben etwa, ich meine aktuell 35 Angebote etwa auf der Plattform. Einige werden Sie schon als ausverkauft ansehen. Die Kapazitäten dahinter sind völlig unterschiedlich. Das ist von einer 50 kW Wasserkraftanlage bis zu einem Windrad, was mehrere Megawatt groß ist. Also, das war jetzt nicht gefragt, aber ich finde, wenn jemand eine gute Geschichte erzählt und sein Strom ist knapp, würde ich nicht ausverkauft dran schreiben, sondern würde ich einfach mehr verlangen. Aber das geht natürlich im Regulierungsrahmen noch nicht. So würde ja Marktwirtschaft funktionieren. Ja, Klaus Mischen, nochmal Energieeffizienz. Ja, also es sind ja erstmal vielleicht eine etwas ironische Bemerkung. Es sind ja Mitglieder der Bundesregierung schon rumgelaufen mit dem Begriff Efficiency First. Ich bin da inzwischen, nachdem ja einige andere auch irgendwas first wollen, etwas skeptisch mit solchen Zusammensetzungen. Wenn es um Elektrifizierung geht, dann habe ich sozusagen die Energieeffizienz eingebaut. Ein Elektroauto ist wesentlich effizienter als ein Verbrenner. Eine Wärmepumpe ist wesentlich effizienter als eine Heizungsanlage auf Öl- oder Gasbasis. Also da kommt vieles sozusagen alleine durch die Elektrifizierung. Und der Wärmebereich, da würde ich sagen, ja,
Hier gibt es ein Problem, weil man nicht in jedem Gebäude Wärmepumpen sinnvollerweise einsetzen kann. Also müssen die natürlich auch wärmeseitig im Energieverbrauch runtergebracht werden. Das gilt natürlich auch für bestimmte Industrieprozesse und so weiter. Aber ich denke schon, dass wir das sozusagen, da brauchen wir so ein Level Playing Field für Effizienz und Erneuerbare. Wenn die Prognosen stimmen, dass Solarenergie in den nächsten 20, 30 Jahren vielleicht nur noch 1 Cent die Kilowattstunde kostet, dann ist natürlich zu sehen, dass ich möglichst viel erneuerbare Energien einsetze und dort immer die Effizienz auch nutze, wo es dann auch wirklich insgesamt volkswirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich günstiger ist. Da verschieben sich gerade ein bisschen die Gewichte, deswegen zumindest Efficiency First würde ich nicht mehr sagen, aber Level Playing Field für beides und gerade im Wärmebereich besondere Aufmerksamkeit, weil da bin ich vollkommen einer Meinung, da muss ich deutlich mehr tun, sonst kann ich eben die Vorteile der Elektrifizierung gar nicht anwenden. Okay, vielleicht ein kurzer Kommentar von mir noch dazu. Also ich finde es auf jeden Fall schon interessant, dass also nach meiner Wahrnehmung jetzt auch in Bezug auf Digitalisierung vor einiger Zeit ich den Eindruck hatte, dass Effizienzgewinne, die man damit erreichen kann, also Verbrauchsreduktion, Einsparung noch mehr im Vordergrund stand, dass das auf jeden Fall stärker in den Hintergrund gerückt ist. Also es gab ja das E-Energy-Programm, wo Smart Meter sehr stark über, man vermittelt den Kunden Informationen und die fangen dann an, ihren Verbrauch zu reduzieren. Das hat nach meiner Wahrnehmung deutlich an Gewicht verloren, in der hat auch nicht funktioniert, ja. Vielleicht hat man es auch falsch gemacht. Ne? Aber gut, herzlichen Dank soweit. Das war der Marktteil. Sie nehmen vielleicht nochmal dort Platz, dann können Sie auch die Folien sehen. Marktteil, kommen wir jetzt zu den Netzen. Und ich begrüße Herrn Tobias Plätzer von Schleswig-Holstein Netz AG. Er leitet dort das Research Team Future Energy Grids. Schleswig-Holstein-Netze gehört zur Hansewerk und als Mehrheitseigentümer E.ON. Und genau, wir arbeiten auch zusammen im Projekt Ensure, wo es ja auch darum geht, die zukünftigen Netzstrukturen zu diskutieren, zu entwickeln und dann auch ein Stück weit aufzubauen. Und da spielt das Thema Digitalisierung natürlich auch eine Rolle. Und jetzt gibt es den Vortrag. Und herzlich willkommen. Vielen Dank. Bitte schön. Erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte. Zu Beginn vielleicht ein paar Worte noch zur Schleswig-Holstein Netz AG. Wir sind, wie der Titel es schon sagt, von unserem Unternehmen in Schleswig-Holstein Netz, also Schleswig-Holstein angesiedelt, dort eben der größte Flächennetzbetreiber. Bei uns im Netz sind insgesamt knapp 36.000 Anlagen für erneuerbare Energien angeschlossen. Das ist eine installierte Leistung von über 8 GW. Das ist alles onshore, überwiegend Wind. Offshore, was direkt angeschlossen ist beim Übertragungsnetzbetreiber, ist dann noch nicht mitgezählt. Damit schaffen wir es bislang noch bilanziell nur 100% EE-Versorgung in Schleswig-Holstein und verstehen uns vor diesem Hintergrund auch als Partner der Energiewende. Zum Thema Digitalisierung, vielleicht mal ein kleiner Blick zurück, wo wir herkommen, weil das Thema ist für uns nicht neu. Das obere Beispiel, was Sie sehen, ist auf der linken Seite dargestellt, wie früher eben Netze geplant wurden, ganz klassisch auf Papier. Seit 2010 haben wir das vollständig digitalisiert. Das sind über 4,7 Millionen Netzelemente, die von Papier in digital überführt wurden. Alles Geoinformationsdaten, die halt notwendig sind heute, um Netze zu planen. Bei dem unteren Beispiel sehen Sie, wie früher die Netzführung aussah auf der linken Seite und wie dort ein Wandel auch durch die stetige Digitalisierung stattgefunden hat. Wir haben früher unser Netz betrieben in insgesamt 14 Leitwarten. Heute durch die Digitalisierung oder seit 1995 ist das mit einer digitalisierten Leitwarte möglich. Warum digitalisieren wir denn überhaupt? Es geht darum, Massenprozesse signifikant zu vereinfachen, um operative Exzellenz zu verbessern. Daten besser nutzbar machen für eben bessere Entscheidungen. Und Digitalisierung, und das ist uns ganz wichtig, ist kein Selbstzweck, sondern muss immer irgendeinem Nutzen dienen. Also nur weil man irgendwas digitalisieren kann, ist das nicht ein Grund, dass man es digitalisiert, wenn da kein sinnvoller Nutzen hinten dran steht.
Vor diesem Hintergrund habe ich Ihnen heute drei Beispiele mitgebracht, die ich nicht in aller Ausführlichkeit erklären möchte, sondern einmal kurz anreißen möchte. Und gerne kann man das dann in der anschließenden Diskussion wieder mit aufgreifen. Und das sind alles drei Beispiele, die gar nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht stattfinden. Es sind keine Forschungsprojekte, die öffentlich gefördert sind, sondern Sachen, die wir aus eigenem Interesse intern mittlerweile durchführen. Das erste Beispiel ist hier Smart Extranet. Das ist eine Plattform, die wir ebenfalls selber entwickelt haben, gemeinsam allerdings mit Partnern, mit Dienstleistern, mit Auftragnehmern, und die es uns ermöglicht, eben die Abwicklung von zum Beispiel Netzanschlüssen oder eben auch Erneuerungen im Netz deutlich schneller durchzuführen. Das heißt, früher wirklich von der Beauftragung, vom Einkauf, dann eben auch von der eigentlichen Installation waren unwahrscheinlich viele Einheiten in unserem Unternehmen tätig auf unterschiedlichen für ihre Zwecke und Anwendung optimierten Anwendungen. Und das haben wir alles zusammengeführt in einem sehr aufwendigen Design Thinking Prozess, und zwar auch genau zusammen mit den Leuten, die das nachher auch benutzen müssen. Und damit ist es für uns möglich, heute eben viele Prozesse signifikant schneller abzuwickeln. Und wenn man jetzt an das Thema Energiewende denkt, kann man sich natürlich fragen, was hat das damit zu tun? Aber jeder weiß, dass der Ausbau erneuerbarer Energien, der uns noch bevorsteht, der größere Teil ist gegenüber denen, den wir schon geschafft haben. Und auch vor dem Hintergrund des Klimawandels, Geschwindigkeit ist entscheidend, ist es unwahrscheinlich wichtig, neben vielleicht wirtschaftlichen Interessen, diese Prozesse auch zu beschleunigen, damit uns es gelingt, die Energiewende auch weiter voranzutreiben. Ein zweites Beispiel, Predictive Maintenance. Da setzen wir künstliche Intelligenz ein. Und da möchte ich auch einmal kurz motivieren, wo das herkommt. Auf der linken Seite in dieser kleinen Grafik dargestellt mal die Ausfallminuten pro Netzkunde 2016 in Deutschland, der graue Balken, und in unserem Netzgebiet. Im bundesweiten Vergleich stehen wir sehr gut da. Nichtsdestotrotz sind wir daran interessiert, unsere Versorgungssicherheit auch bei steigender Komplexität und Volatilität zu verbessern. Und ein Beispiel, was ich gleich einmal anführen möchte, sind zum Beispiel Kabel. Und warum es Sinn macht, dort künstliche Intelligenz einzusetzen auf Basis von Machine Learning. Auf der rechten Seite einmal dargestellt, so eine konventionelle Strategie. Und die roten Kreise, das sind dann eben Fehler, die aufgetreten sind, eine klassische Störung. Macht sich manchmal dadurch bemerkbar, dass der Kunde sich meldet und sagt, er hat keinen Strom mehr. Dann fährt dann eben auch nachts der Service raus und behebt den. Und mit Predictive Maintenance auf Basis eben Machine Learning Algorithmen ist es uns möglich, auf der verfügbaren Datenlage viele Fehler schon im Vorfeld zu prognostizieren und den Kabelaustausch oder eben einen anderen möglichen Fehler zu beheben, bevor er entsteht. Und dass das ganz gut funktioniert, das ist jetzt hier am Beispiel von 2015 einmal dargestellt. Auf der linken Seite die grünen Kreise, das sind eben im Vergleich zur konventionellen Strategie auf der rechten Seite die eben verbesserten Ergebnisse durch die Vorhersage. Und das Ganze gelingt natürlich eben nur, wenn die entsprechenden Daten zur Verfügung stehen. Ein anderer Punkt, auf den ich jetzt auch nochmal eingehen möchte, ist auch ein internes Projekt, ist Nemo. Das ist unser Datenmanagementsystem. Und was ganz entscheidend ist, für all diese Digitalisierungsmaßnahmen, die auf großen Daten basieren, ist, dass man schon bei der Datenerfassung korrekt vorgeht. Weil nur über die Datenerfassung kann ich hinten raus auch gewährleisten, dass die Datenqualität gegeben ist. Und nur mit entsprechender Datenqualität haben Sie die Chance, dass die Algorithmen, insbesondere wenn es KI-Algorithmen sind, dieses selbstständige Lernen überhaupt ermöglichen können. Wenn Sie jetzt anschauen, wie bislang halt die das Datenmanagement aussah, dann sehen Sie klassisch SAP-Anwendungen, Silostrukturen, wo die Daten abgelegt sind, anwendungsorientiert im Sinne von, für jede Anwendung gibt es da in der Regel einen eigenen Silospeicher. Und das war eben auch zu der Zeit, wie das historisch gewachsen ist, jeweils optimal. Das haben wir komplett geändert.
Wir haben immer noch unten auf der Ebene die einzelnen siloartigen Ablagen an Speichern, aber haben das alles in einer Cloud zusammengeführt. Natürlich keine Public Cloud, wir bewegen uns hier in kritischer Infrastruktur, also alles intern. Und auf dieser Basis uns jetzt möglich, ein konsolidiertes Netzmodell zu erstellen. Jetzt fragt man sich, wofür ist denn das notwendig? Der Netzbetreiber hat doch ein Netzmodell, der braucht doch eins in der Leitwarte, natürlich, da ist ein Netzmodell. Und das umfasst aber in der Regel erstmal nicht die Niederspannung und es hat auch keine historischen Daten in dem Sinne, wie man sie vielleicht, wenn man jetzt eine Netzberechnung macht, benötigt. Oder es braucht auch keine Geoinformation. Derjenige, der aber im Feld später einen Fehler beheben muss oder der eine Leitung erneuern muss, der vielleicht einen Fehler beim Kabelverteilerschrank beheben muss oder der auch irgendeine Anlage anschließen muss, der braucht die Geoinformation. Das heißt, diese verschiedenen Daten, die halt für unterschiedliche Anwendungen separat vorhanden waren, das ist alles zusammengeführt worden in ein konsolidiertes Netzmodell. Und damit ist es auch möglich, jetzt auf Basis der verfügbaren Datenlage eben wiederum Synergieeffekte zu generieren und auch einen effizienteren Netzbetrieb zu gewährleisten. Fasse ich jetzt noch einmal kurz die drei Themen schnell zusammen, dann ist für uns halt im Vordergrund immer bei jedem Thema der Digitalisierung der Nutzen erstmal. Dass es kein Selbstzweck ist, sondern der Nutzen muss gewährleistet sein. Und es geht natürlich um Massenprozesse, wo es auch sinnvoll ist, Digitalisierungsstrategien anzuwenden. Bei der Nutzung von Daten durch künstliche Intelligenz haben wir gerade eben dargestellt, mit Predictive Maintenance es geschafft, uns um den Faktor 3 zu verbessern, was der Auftritt von Fehlern im Netz betrifft oder eben Störungen. Und entscheidend für diesen Erfolg ist immer die Datenqualität. Und deswegen ist die Transformation des Datenmanagements für uns halt eben ein wesentlicher Bestandteil, um eben diese Dinge zu machen. An der Stelle erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion. Vielleicht konnte ich einen kleinen Einblick gewähren, wie ein Netzbetreiber, der häufig ja im Hintergrund agiert, eben mit dem Thema Digitalisierung umgeht. Danke. Ja, vielen Dank. Genau, vorhin hatten wir alteingesessener Versorger und innovatives Start-up. Innovatives Start-up haben wir beim Netzbetreiber natürlich jetzt nicht zu bieten, aber wir haben die Bundesnetzagentur, was ja so ein bisschen das Gegengewicht bietet. Ich begrüße Stefanie Meinborg in der Energieabteilung der Bundesnetzagentur, tätig dort im Referat für ökonomische Grundsatzfragen, mit Anreizregulierung beschäftigt, Eigenkapitalzinssätze und eben auch das Thema Digitalisierung. Und von daher sind wir gespannt. Ja, das klingt so ein bisschen nach Gemischtwarenladen, Digitalisierung und Eigenkapitalzinsfestlegung. Herr Krawinkel wundert sich wahrscheinlich schon, aber im Grundsatzreferat beschäftigt man sich eben tatsächlich mit ziemlich vielen Themen, mit dem einen intensiver als mit dem anderen. Die Frage heute, erfordert die Digitalisierung eine neue Regulierung, werde ich, glaube ich, nicht in Gänze beantworten. Vielleicht kriegen wir so ein paar Indizien. Tatsächlich beschäftigen wir uns als Bundesnetzagentur durchaus mit dieser Fragestellung fortlaufend, weil wir natürlich gucken müssen, dass neue Entwicklungen auch möglicherweise Anpassungen im Regulierungssystem zur Folge haben sollten oder auch müssen. Ich möchte vielleicht kurz oder es ist sehr komplex, aber ich versuche es eben anschaulich zu machen in relativ kurzer Zeit für alle Nicht-Energie-Experten im Raum erklären, was die Bundesnetzagentur eigentlich reguliert. Denn das wird gerne immer wieder durcheinander gebracht. Wir regulieren ja nicht die Energiewirtschaft, sondern insbesondere einen Teil dessen. Kommend aus der Welt vor der Liberalisierung, also vor 1998, da muss man sich die Landschaft so vorstellen, dass es ausschließlich vollständig integrierte Unternehmen gab, die eben alle Erzeugungsstufen, also Stromerzeugung, Stromtransport und Netzbetrieb und Stromlieferung in einem Unternehmen als Monopolist gebündelt hatten. Und die Idee der Liberalisierung auf europäischer Ebene ist,
und war und ist eben eine differenzierte Betrachtung dieser unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen und eine Trennung von dem Bereich, der zwingend reguliert werden muss, weil er tatsächlich einem in dem Falle natürlich ein Monopol entspricht und den anderen Bereichen, das sind eben Stromerzeugung und Großhandel und dann sehen wir jetzt so schöne Modelle wie Anyway und dem Bereich hinter dem der Stromübertragung, dem Netzbetrieb, Lieferanten und Verbraucher, die eben wettbewerblich organisiert werden können und wo Markt funktioniert. Der Bereich des Netzes, Übertragung und Betrieb, das ist, glaube ich, jedem im Raum ein Begriff. Da spricht man eben immer dann von natürlichen Monopolen, wenn es volkswirtschaftlich keinen Sinn macht, parallele Strukturen aufzubauen, weil das einfach teurer wäre. Daher natürliches Monopol. Wie passiert das? Ein ganz wichtiges Regulierungsziel ist der diskriminierungsfreie Netzzugang. Und der wird eben geschaffen durch das sogenannte Unbundling oder die Entflechtung. Das ist eben genau diese Trennung der unterschiedlichen Geschäftsbereiche in diesen vormals vollständig integrierten Unternehmen. Und der muss bei kleineren Netzbetreibern weniger stark durchgeführt werden. Also da spricht man von der buchhalterischen und von der informatorischen Entflechtung als von den ganz Großen. Die müssen auch eigentumsrechtlich entflochten sein. Und das Ziel dahinter ist, dass eben der Netzbetreiber, der die Infrastruktur besitzt, kein Interesse daran hat, einen bestimmten Stromerzeuger oder eben einen bestimmten Stromlieferanten zu bevorzugen, wenn der den erzeugten oder den zu liefernden Strom eben über dieses Netz transportieren möchte. Das soll dem Netzbetreiber egal sein. Nur dann ist Wettbewerb und sind neue Marktakteure möglich und deswegen ist dieses Unbundling tatsächlich in der europäischen Energieregulierung vielleicht das Herzstück. So kann man das hochtrabend nennen. Wie werden diese Netze reguliert? Da gibt es, muss ich jetzt glaube ich nicht ins Detail eingehen, die sogenannte Anreizregulierung. Es wird also versucht, Festschreibung von Erlösmöglichkeiten des Netzbetreibers, die er über Netzentgelte nachher bekommt, im Vorfeld, also bevor seine realen Kosten entstehen, kriegt er über einen Prozess, gibt es einen Effizienzvergleich und dann gibt es Kostenprüfungen, dann werden also Kosten ermittelt, die der Netzbetreiber haben wird. Die werden dann festgeschrieben von der Bundesnetzagentur und dann soll er möglichst mit diesem Budget, was ihm dann zugestanden wird, die nächsten 5 Jahre, so lange dauert die Regulierungsperiode, klarkommen. Ganz vereinfacht gesprochen. Die Bundesnetzagentur hat natürlich bei den Themen Netzausbau eine große Rolle. Da werden alle so Netzausbauvorhaben angemeldet und werden dann geprüft und genehmigt von der Bundesnetzagentur. Die Versorgungssicherheit ist ein ganz wichtiges Thema, das wurde heute auch angesprochen. Da gibt es dann auch solche Begrifflichkeiten wie, haben wir heute auch schon gehört in einer Nachfrage, ich hoffe, dass die Erklärung jetzt nicht zu spät kommt, des Bilanzkreismanagements. Da geht es also darum, dass um Versorgungssicherheit im Stromnetz zu haben, müssen die Ein- und Ausspeisemengen im Stromnetz stets, und das ist tatsächlich wichtig, physikalisch stets ausgeglichen sein. Und damit das, weil sonst eben eine Frequenz und Spannung variiert und wenn die zu stark variiert, dann reden wir von dem bösen Wort Blackout. Damit das funktioniert, sollen die sogenannten Bilanzkreisverantwortlichen, die also, es sind über 8000 in Deutschland Bilanzkreise gibt es, jeder Ein- und Ausspeisepunkt ist einem solchen Bilanzkreis zugeordnet. Und damit die ausgeglichen sind, gilt es eben, gute Prognosen für Verbrauch zu erstellen für den nächsten Tag und entsprechende Strommengen dann einzukaufen. Da gibt es Prozesse, dann gibt es Regularien, dann gibt es ein Pönalensystem, damit da die Anreize eben möglichst gut ausgeprägt sind, um dieses Strommengengleichgewicht zu haben.
In den letzten Jahren sind Verbraucherschutzthemen ganz stark dazugekommen. Das sind Transparenzthemen, also das betrifft jetzt den wettbewerblichen Bereich. Da hatten wir ursprünglich eben nichts zu regulieren. Jetzt gibt es eben, das haben Sie vielleicht alle schon gehört, diese Stromkennzeichnung. Da muss eben genau ausgewiesen werden, was ist das für Strom, ist der grün und wo wird der, wie wird der produziert. Und Lieferantenwechsel bzw. die freie Lieferantenwahl möchte ich jetzt nochmal, da hatten wir nämlich gerade die Nachfrage, glaube ich, von an Herrn Grabwinkel, wenn man an diese Quartiere denkt, die freie Lieferantenwahl als ganz hohes Gut im Thema Verbraucherschutz. Und diese Lieferantenwechselprozesse, das sind Marktkommunikationsprozesse, die Bundesnetzagentur beschreibt, auch sicher zum Schutz des Verbrauchers, um eben schnell Lieferanten wechseln zu können, aber auch wichtig für Wettbewerber, also quasi für neue Lieferanten, dass die auch schnell diese neuen wechselwilligen Kunden bekommen können. So, jetzt habe ich viel zur Regulierung erzählt. Ich glaube, die nächste Folie, die haben wir heute schon alle verstanden. Da muss ich nicht viel sagen. Wir hatten eben, das war sehr einfach in der Regulierung, früher wenige große Erzeugungsanlagen, die sehr zuverlässig eingespeist haben. Und wir hatten eben auch eine konstante Stromnachfrage. Und die Energiewende stellt uns als Bundesnetzagentur auch vor Herausforderungen, nämlich was den Aus- und Umbau der Stromnetze angeht. Da hat man also auch im Übertragungsnetzbereich Stromausbaubedarfe, wenn der Windstrom eben im Norden produziert wird, aber die Lasten vor allem im Süden angesiedelt sind. Da haben wir also ein Auseinanderfallen von nicht unbedingt dezentraler Erzeugung. Ich glaube, so würde ich es, also das vielleicht auch, aber häufig wird diese kleine dezentrale Erzeugung ja durchaus auch entsprechend dezentral verbraucht. Ich glaube, gravierender ist dann tatsächlich sind diese großen Windstrommengen, die transportiert werden müssen in den Süden. Da wissen wir alle, dass es also manifeste Nord-Süd-Engpässe gibt, mit denen wir umgehen müssen. Die Zahlen, wen das interessiert, die da bis 2030 genannt sind, das sind Zahlen aus dem Szenario-Rahmen. Das ist also die Prognose, die die Bundesnetzagentur dann ausgerichtet auch an den Politikzielen. Also das ist eben auch immer die Frage, diese 10 Millionen Elektromobile, das ist dann eben die Umsetzung von politischen Zielvorgaben. Wir werden sehen, ob wir da hinkommen. Also ich habe jetzt drei Thesen mitgebracht zur Digitalisierung. Wir haben irgendwann vor 2-3 Jahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ein Thesenpapier veröffentlicht, also die Bundesnetzagentur zu allen regulierten Netzsektoren zum Thema Digitalisierung. Da gab es auch einen Teil zur Energie. Ich habe jetzt mal drei mitgebracht, die, glaube ich, auch heute relevant sind, die auch tatsächlich uns begleiten als Energieabteilung in der Bundesnetzagentur. Das sind die neuen Akteure, das haben wir jetzt auch schon gehört. Dazu gehört zum Beispiel auch Anyway. Das sind eben viele Akteure aus dem wettbewerblichen Bereich, Direktvermarkter, virtuelle Kraftwerke, die Smart-Home-Anwendung, und da mag noch vieles kommen. Das geht uns als Bundesnetzagentur nicht besonders viel an, also das ganz plakativ gesprochen. Es gibt aber auch Syntec-Projekte, die eben beispielsweise im Norden, da ist, glaube ich, auch die Schleswig-Holstein-Netz-AG beteiligt, die auch Plattformen für Flexibilitäten ausprobieren und auch schauen, wie passen diese in den bestehenden Regulierungsrahmen. Und das ist genau das, was wir dann eben auch, was uns auch interessiert. Gibt es da Probleme? Muss man da was tun? Diese Quartiere, das hat Herr Kramwinkel vorgestellt, da gibt es ja verschiedene. Da gibt es auch schon abgeschlossene Projekte zu Quartierslösungen. Die sind auch mal, sind die klein, mal sind die größer. Bei diesen Fragestellungen beleuchten wir dann immer
passt das zusammen, den bundesweiten Strommarkt mit lokalen Märkten? Ist es eine Konkurrenz? Muss man das im Auge behalten? Bei Quartieren gibt es durchaus wettbewerbliche Aspekte, die wir uns anschauen. Da muss man sich immer die Frage stellen, also welche Rolle hat der Netzbetreiber? Also das ist das, was eben die Bundesnetzagentur interessiert. Sind die Unbundling-Vorschriften eingehalten? Es gibt, das sehen wir jetzt, relativ viele Ideen auch, die eben dann doch wieder wertschöpfungsübergreifend gestalten wollen. Und dann müssen wir ein bisschen aufpassen, ob wir nicht wieder in die alte integrierte Welt zurückverfallen. Die Prosumer, das ist ja auch so ein Kerngedanke von Quartierslösungen, betreffen stark die Netzentgeltsystematik. Die Prosumer verhalten sich rational, die versuchen ihren eigenerzeugten Strom selbst zu verbrauchen. Das können sie auch, und das würde ich auch tun, wenn ich welchen erzeugen würde. Nur werden dann eben die Netzentgelte und die Kosten, um diese Netzinfrastruktur vorzuhalten, die eben auch die Prosumer nutzen, nicht so oft wie andere, aber eben auch, und darum geht es, auch für diese Menschen, die sehr viel Strom selbst erzeugen, wird dieses Netz, dieses Übertragungsnetz, dieses bundesweite Netz bereitgehalten. Da müssen wir uns überlegen, ob die Netzentgeltsystematik, so wie sie heute ausgestaltet ist, noch passt. Das sind Fragestellungen. Da ist natürlich der Gesetzgeber gefragt, aber auch wir reden ja mit dem Gesetzgeber als Bundesnetzagentur. Eine zweite These, die ich ganz spannend finde, ist, dass das, was wir auch als Behörde sehen oder fürchten, ist, dass Digitalisierung den Netzausbaubedarf erhöhen kann und gleichzeitig senken kann. Ein schönes Beispiel dafür ist die Elektromobilität. Da kann eben ein Akteur, der Elektromobilisten anbietet, auf das Strompreissignal zu reagieren und entsprechend den Stromverbrauch und die verschiedenen flexiblen Lasten, die der einzelne Haushaltskunde hat, zu optimieren. Das kann eben dieses Gleichzeitigkeitsproblem, also alle laden gleichzeitig ihr E-Mobil oder alle flexiblen Verbrauchseinrichtungen verbrauchen eben gleichzeitig massiv erhöhen und dadurch eben den Netzausbaubedarf dann in der Regel im Verteilnetz oder entweder auf Nieder- oder Mittelspannung erhöhen. Auf der anderen Seite kann natürlich durch intelligente Steuerung der Netzbetreiber diese Gleichzeitigkeiten versuchen zu senken, indem er eben am Netzanschluss steuert. Wie das zusammenpasst, ist eine für mich bisher ungeklärte Frage. Dann haben wir nämlich, das sind ja Prozesse, die im Grunde gleichzeitig laufen. Also der Marktakteur tut was und der Netzbetreiber denkt sich, das passt aber nicht und tut auch was. Und wie oft soll der das dürfen? Wann muss der Netzbetreiber tatsächlich ausbauen? Was ist sinnvoll? Die dritte These, das haben Sie jetzt vielleicht gemerkt, ist mir sehr wichtig, dass Unbundling, die Entflechtung, das habe ich schon angesprochen, eben sehen wir eben tatsächlich gerade im Bereich von Stadtwerken, dass Daten oder dass der Netzbetreiber und der Versorger am liebsten eng zusammenarbeiten wollen, weil der eine hat ja schon Daten und der andere hat die Kundenschnittstelle und er würde doch gerne diesen Datenschatz nutzen. Da muss ganz klar sein, dass wir in diese integrierte Welt nicht zurück wollen. Und da glaube ich auch persönlich fest daran, dass Innovationen aus dem Markt kommen und vielleicht eben auch von außerhalb des Energiemarktes. Und die werden nur kommen, wenn die Wettbewerbsbedingungen gleich und fair sind und wenn wir eben nicht aufgrund von verbundenen Unternehmensteilen Wettbewerbsvorteile für den etablierten Energieversorger haben. Und daher, wer Daten erhebt und wer Daten auswertet und nutzen möchte, der muss sich strengen Entflechtungsregeln unterwerfen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank.
ja, vielleicht um da gleich anzuschließen, das Thema Unbundling. Sie hatten ja gesagt, das muss beibehalten werden. Es gibt ja durchaus auch die Stimmen, die sagen, mit den ganzen Herausforderungen, Energiewende, dezentrale Erzeugung, wir hatten es alles gehört, da funktioniert es nicht mehr mit dem Unbundling. Da muss man das sozusagen wieder integriert lösen, sonst kann man das, diese Komplexität gar nicht mehr managen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, die Digitalisierung ist ja sozusagen gerade auch ein Weg, um das beides zusammenzubringen. Also auf der einen Seite das, diese entflochtene Welt beizubehalten mit verschiedenen Akteuren und die Schnittstellen eben trotzdem entsprechend zu organisieren und dann eben bei dem Beispiel Elektromobilität eben auch dafür zu sorgen, dass das Marktsignal koordiniert wird mit dem Netzbetreibersignal und die dann eben nicht alle gleichzeitig laden, sondern das eben koordiniert wird. Also insofern wäre jetzt für mich die These, Digitalisierung ermöglicht, das alles zu managen, ohne das Unbundling in Frage zu stellen. Aber da würden Sie mir ja sicher zustimmen. Auf jeden Fall, ja. Genau, aber einfach nochmal so von der anderen Seite gedacht. Vielleicht eine Frage an Tobias Plätzer. Also eine Aussage war ja, wir machen schon lange Digitalisierung. Das ist kein neues Thema für uns. Jetzt so aus der Perspektive der Energiewende gedacht, inwieweit wurde dieser Prozess denn dadurch jetzt nochmal beschleunigt oder welche Entwicklungen sind da dazugekommen? Das wäre die eine Frage. Und die andere, wenn man über Digitalisierung, auch Innovation bei Netzbetreibern redet und dann gleichzeitig über Anreizregulierung, steht ja immer auch die These ein bisschen im Raum, dass es sich beißt. Ne? Also Innovation im regulierten Unternehmen kann schwierig werden. Also vielleicht auf die erste Frage zu antworten, da würde ich auch gerne an den Herrn Krawinkel anschließen. Im Vordergrund steht ja erstmal, dass im Rahmen der Energiewende der Anteil erneuerbarer Energien zunimmt und natürlich dann eben auch die Versorgungsaufgabe und die Digitalisierung ist halt ein Werkzeug. Und wir schauen natürlich im Sinne des Netzbetriebs immer danach, was ist das sinnvollste Werkzeug. Und mal ist es vielleicht eine konventionelle Herangehensweise und an anderer Stelle eben die Digitalisierung. Und da, wo auch die Digitalisierung den entsprechenden Vorteil bietet, da macht es ja dann auch Sinn, sie einzusetzen. Also insofern würde ich nicht sagen, dass die Digitalisierung ein alleiniger Beschleuniger ist, sondern ein hilfreiches Werkzeug und natürlich auch dazu führt, dass im Gesamten natürlich im Umfeld eine Beschleunigung stattfindet, die dann wieder im Umkehrschluss auf den Netzbetrieb Auswirkungen haben kann. Okay. Und die zweite Frage mit der Regulierung und der also die Projekte, die scheinen ja ganz gut zu funktionieren, ne? Auch im regulierten Rahmen. Genau, also die funktionieren auf jeden Fall, weil sie auch von den Schwestergesellschaften eben entsprechend auch übernommen werden wollen. Und aber ein anderer Punkt ist natürlich auch, ich komme ja eher aus dem Forschungs- und Innovationsumfeld bei uns im Unternehmen, und da gibt es natürlich häufig auch mal bei uns Ideen, das könnte man ja machen. Und dann geht man mit den Kollegen in den Austausch und stößt dann natürlich dann auch an Hemmnisse, teilweise eben auch aus dem Umfeld der Regulierung und stellt dann halt fest, ja okay, so geht es dann halt nicht. Aber unsere Aufgabe ist es natürlich dann auch, durch entsprechende Forschung und Entwicklung eine Lösung dann zu identifizieren, die funktioniert. Und das geht manchmal einfacher und manchmal schwieriger. Aber es ist auf jeden Fall so, dass manche naheliegende Lösung eben durch die Regulierung erstmal nicht funktioniert. Ich würde noch mal auf diesen Punkt Digitalisierung und Unbundling eingehen wollen. Ich meine, es wird ja im Moment auch heftig in der Energiewirtschaft, also vor allem im Kreis der Stadtwerke, diskutiert, welche Auswirkungen diese Veränderungen E.ON, RWE, Innogy haben. Da kommt ja ein relativ großer Netzbetreiber zustande. Gut, das ist noch sehr kleinteilig organisiert. In Schleswig-Holstein hat man das schon so mal ein bisschen vorweggenommen. Und da ist ja schon die Frage, Sie hatten das eben, immer hat es gesagt, da fallen ja wahnsinnig viele Daten an.
So, wie wird dann das Unbundling hier geregelt? Gibt es da schon sozusagen Vorstellungen? Weil es wäre natürlich wunderbar, ich habe die vielen Daten aus meinem Netzbetrieb. Ich habe ja gleichzeitig als E.ON auch ganz viele Vertriebsgesellschaften, die freuen sich natürlich über diese Daten. Also das, glaube ich, ist nochmal so ein wichtiger Punkt, der mal in den Fokus rücken muss, wie das dann am Ende auch gehandelt wird. Auf der anderen Seite, jetzt nehmen wir mal diese ganzen dezentralen Modelle. Wenn wir ein Haus mit Photovoltaik und Speicher ausrüsten, dann hat er in der Regel einen Eigenversorgungsanteil von 70-80%. Das heißt, die freie Anbieterwahl bezieht sich nur auf 25%. Da würde ich sagen, wenn wir das sozusagen alleine machen müssten, das lohnt sich nicht. Also wegen ein paar hundert Kilowattstunden da den ganzen Apparat in Gang zu setzen, da kommen wir nie auf unsere Kosten. Also da wird es sicher auch nochmal eine Diskussion geben, was ist eigentlich der relevante Marktraum? Ist es nur die Stromversorgung von außen oder ist es im Prinzip das Gesamte? Also der Markt ist dann im Prinzip auch der Wettbewerb um die günstigste, beste Photovoltaikanlage, das beste System und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz spannende Frage. Und nochmal zurück auf die Netzbetreiber. Natürlich, wenn ich jetzt sozusagen nur noch so einen geringen Zuführungsbedarf habe in den Häusern, ich habe aber im Netz die Möglichkeiten, gerade über Digitalisierung, über Sensorik, das relativ automatisch auszusteuern. Ich habe also verschiedene Sensoren, messe die wesentlichen Parameter im Netz, Frequenz, Spannung und so weiter und habe dann sozusagen über KI Zugriff auf bestimmte Betriebsmittel, Speicher, dies und jenes, dann kann ich natürlich das Netz eigentlich vollautomatisch führen. Und wegen den 20%, die da noch fehlen, brauche ich eigentlich keinen Vertrieb mehr. Also das kann ich irgendwie anders regeln. Das könnte dann der Netzbetreiber sozusagen mitmachen. Also ich will das jetzt nicht bewerten. Ich will nur mal sehen, also ich glaube, so einfach, wie man sich das im Moment vorstellt, dass man das einfach so weiterentwickeln kann auf den bestehenden Bahnen, das wird meines Erachtens nicht funktionieren. Da kommen ganz andere Fragen. Wir haben, weiß ich, 17 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser. Wenn die mal da rausgehen und wenn man die Ziele der Bundesregierung, wie sie immer jetzt formuliert sind, ernst nimmt, 2050 CO2-frei, dann haben die alle PV-Dächer auf dem Dach. Das geht gar nicht anders. Und dann wird genau das ein Punkt sein, wie man so künftig diese Energiewirtschaft organisiert. Ist es nur noch weiterhin sozusagen dieser Stromvertrieb oder ist das nicht eigentlich weiterzusehen? Dann kommen die ganzen Fragen, worüber sich ja immer streitet. Also was ist eigentlich die Kundenanlage? Darf die so groß sein, dass sie den Wettbewerb behindert? Räumlicher Zusammenhang, Nutzeridentität, also alles Dinge, die im Prinzip so eine integrierte Lösung vor Ort verhindern, aufgrund dieser Vorstellung, dieser Top-Down-Vorstellung, ich habe im Prinzip ein Versorgungssystem, was von oben reinläuft. Also völlig anders als das, was Sie auch machen. Und daher kommt ja auch dieses Problem. Ich habe immer dieses Top-Down-Prinzip, danach richtet sich das alles aus. Ich gucke von oben auf das System rein, aber auf der anderen Seite kommt unten ganz viel zusammen und das passt irgendwie nicht zusammen. Deswegen haben wir, finde ich, jetzt so eine Überregulierung, weil das irgendwie gemanagt werden muss. Und wenn aber unten sich das durchsetzt, habe ich auch eine ganz andere Situation. Da muss ich viele Fragen, glaube ich, völlig anders diskutieren. Und da ist die Digitalisierung wahrscheinlich sehr hilfreich, weil die kann genau die Prozesse managen. Also ich kann gerne was dazu sagen. Also wie auch gerade von der Kollegin ja von der Bundesnetzagentur ausgeführt wurde, bei größeren Netzbetreibern ist es natürlich auch so, dass die Besitzverhältnisse getrennt werden. Insofern kann ich bei dem einen Anliegen auf jeden Fall die Befürchtung schon mal entkräften und das wird wahrscheinlich die Kollegin da auch nickend zustimmen. An der anderen Stelle, klar, wenn Daten da sind, könnte man darüber nachdenken, dass man eine Netzleitstelle vollständig automatisiert. Da möchte ich aber auch dann die Gegenfrage äußern. Natürlich kann man auch den Flugbetrieb vollständig automatisieren. Wer fühlt sich denn wohl ohne Pilot einen Transatlantikflug zu machen? Und dann ist auch die Frage, wären wir mit einer Versorgungssicherheit von beispielsweise 99% zufrieden, weil die Leitwarte jetzt automatisiert ist, da ist kein Personal und dann fällt dann ausgerechnet Samstagnacht der Strom aus und bis dann da Personal ist und da reagieren kann, das dauert dann zu lange. Also insofern wird es auch zukünftig Personal geben. Und
Dann war ja noch der Punkt, dass der Netzbetreiber ja Zugriff hat auf all die schönen Daten, die dann jeder einzelne Kunde hat. Das stimmt an der Stelle ja auch nicht, weil Netzbetrieb und Messstellenbetrieb ist ja erstmal getrennt. Und es ist so, klar, wir können an einer Ortsnetzstation messen, da erhalten wir aber aggregierte Daten einer Ortsnetzstation, das heißt von dem gesamten unterlagerten Niederspannungsnetz und nicht irgendwie haushalts- oder personenscharf. Das sieht ja auch das Datenschutzgesetz vor, dass wir das gar nicht dürfen. Möchte denn vielleicht an der Stelle jemand aus dem Publikum eingreifen? Ja, das ist auf Dimpe vom Dirk-Institut. Ist das an? Ja, genau. Ja. Genau. Eine Frage im Prinzip in die ganze Runde. Wir haben in der ersten Runde darüber gesprochen, wie wir Kunden erreichen, wie wir Verbraucher und Erzeuger zusammenbringen können auf verschiedenen Ebenen. Wir haben jetzt über den Netzbetrieb gesprochen. Mich interessiert die schnelle und effiziente Umsetzung der Energiewende. Und das heißt, ich will Erneuerbare in den Markt bringen. Ich will dafür sorgen, dass wir das System so flexibilisieren können, dass wir eben da keine Schwierigkeiten bekommen, diese Volatilität der Erneuerbaren auszuregeln. Das soll funktionieren. Und ich bin deswegen jetzt sozusagen gerade auch nochmal aufgesprungen, weil gerade das Stichwort so kam, okay, welche Daten brauchen wir dafür möglicherweise? Und ich frage mich jetzt gerade so, wenn ich in die Runde gucke, wenn wir Akteure haben wollen, die zum Beispiel eben noch mehr Erneuerbare bauen wollen, ja, was ist dann sozusagen das Angebot, was zum Beispiel jetzt MVV macht, um diese Akteure zu unterstützen? Was kann Anyway machen? Was kann Schleswig-Holstein Netz machen? Bundesnetzagentur ist da, glaube ich, jetzt abgesehen vom Netzausbau wahrscheinlich nicht direkt beteiligt. Genau. Eine andere Frage ist natürlich, wir brauchen die Akteure, die diese Flexibilität bereitstellen. Ja, also wenn es zum Beispiel neue Geschäftsmodelle geben soll, dass ich eben nicht als MVV einen Quartierspeicher betreibe, sondern vielleicht ein anderer Akteur die Möglichkeit haben soll, Batteriespeicher oder flexible Kunden zu erschließen, in Industriebetriebe reinzugehen und da Demand-Side-Management zu organisieren. Haben diese Akteure die richtigen Daten, um agieren zu können, um überhaupt evaluieren zu können, ob es da ein Geschäft gibt, zum Beispiel in einem bestimmten Stadtteil, in einem gewissen Gewerbegebiet oder sowas. Wie können wir also im Zuge der Digitalisierung Informationen bereitstellen, damit Daten zur Verfügung stehen, um solche Geschäftsmodelle überhaupt zu entwickeln? Ich glaube, ich kann zumindest für den Teil des Netzbetreibers eine recht kurze Antwort liefern und würde dann die weitere Diskussion den Kollegen überlassen. Wir haben ja in der Vergangenheit bei der Energiewende schon bewiesen, dass wir hohe Leistungen an erneuerbare Energien bei uns im Netz anschließen können. Und das werden wir auch weiterhin tun und verstehen uns auch ganz klar als Partner der Energiewende. Und in unserer Wahrnehmung ist ja eher der Bereich, der jetzt ins Stocken geraten ist bei der Energiewende, sprich der Bau von weiteren Erzeugungsanlagen, derjenige, der in Angriff genommen werden muss. Das ist jetzt aber nicht unmittelbar unser Betätigungsfeld. Und ich glaube, dass da wieder mehr Schwung in die Sache kommt, da braucht es einfach vornehmlich auch politischen Willen. Ich würde da gerne ergänzen. Also ich glaube, da ist jetzt auch die Schleswig-Holstein-Netz möglicherweise auch aufgrund der besonderen Herausforderungen, weil es eben gerade da so viele erneuerbare Anlagen gibt, vielleicht nicht die einzige Ausnahme, aber vielleicht gehören Sie dann auch zur Minderheit der Verteilnetzbetreiber, wenn Sie Ihr Verteilnetz jetzt schon digitalisieren und kennen. Es gibt, also das wissen wir, sehr viele Verteilnetzbetreiber, die sprechen oder wir sprechen dann auch von blinden oder dummen Netzen, weil da die Netzbetreiber eben nicht wissen, was in den Netzen vor sich geht. Und Da gibt es Ausnahmen. Da gibt es auch in Süddeutschland die Netze Baden-Württemberg. Die haben jetzt wohl letzte Woche kam die Meldung, 550 Ortsnetzstationen mit 18.000 Sensoren ausgestattet, um eben genau zu sehen, was in den Netzen passiert. Also zunächst, glaube ich, sind auch die Verteilnetzbetreiber gefragt, um ihre Netzzustände und ihre Netze wirklich für sich sichtbar zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Netzbetreiber dann diese Daten dann zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist ja auch ein Netzsicherheitsrisiko. Ja, also ich kann das auf jeden Fall zwei Dinge noch zu ergänzen. Also die Daten herausgeben ist natürlich
schwierig, weil wir betreiben eine kritische Infrastruktur, wenn die öffentlich zugänglich wären. Es gibt ja auch nun mal auch Menschen mit vielleicht nicht positiven Gedanken, könnten ja Schwachstellen im Netz identifizieren, und wenn sie die identifizieren und es schaffen, die außer Kraft zu setzen, dann eben auch den Netzbetrieb gefährden und damit eben vielleicht auch diese Situation herbeiführen können, die wir alle nicht haben wollen, von einem Stromausfall. Also insofern sind wir, glaube ich, gut beraten, diese Daten auch gut zu schützen, und das tun wir auch. Deswegen betreiben wir beispielsweise auch eigene Kommunikationsinfrastruktur zur Anbindung von unseren Anlagen. Und was das Thema Sensorik in den Netzen betrifft, bei uns ist natürlich der Windausbau sehr stark. Das heißt, das bewegt sich überwiegend auf der Mittel- und Hochspannung. Da ist es natürlich auch so, dass es weniger Knotenpunkte gibt, die man sensorisch leichter und schneller schon mal erschließen kann. Wenn man jetzt in den süddeutschen Raum geht, da ist die erneuerbare Energien überwiegend in der Nieder- und Mittelspannung angeschlossen. Und die Niederspannung vollständig sensorisch zu erschließen, ist extrem aufwendig. Vielleicht mal als Beispiel, bei uns im Netzgebiet stehen über 15.000 Ortsnetzstationen. Wenn Sie es schaffen, jeden Tag zwei auszutauschen, dann können Sie sich ausrechnen, wie viele Jahre Sie damit beschäftigt sind, die alle zu erschließen mit der entsprechenden Sensorik. Achso, vielleicht noch einmal, die Frage kam noch nach dem Ausbau. Was können wir tun? Es gibt da natürlich ganz viele Ansatzpunkte. Einer ist natürlich der politische Rahmen, aber der andere ist eben auch, was können wir tun, um die zu unterstützen, die bis jetzt viel getan haben, und wie können wir es für Leute einfacher machen, teilzuhaben, indem wir zum Beispiel Marktbarrieren abbauen, indem es kleinteiliger wird, indem ich vielleicht nicht ein Eigenheim benötige, sondern mich auch auf anderen Wegen beteiligen kann, in Gemeinschaft beispielsweise, gemeinsam Anlagen baue oder auch Modelle schaffe, in denen eben die Anlagen auch post-EEG weiterbetrieben werden können und nicht diese Unsicherheit entsteht, dass ich meine Betriebskosten vielleicht nicht mehr reinholen kann, wenn die Anlagen dann von ihrer technischen Fähigkeit noch dazu in der Lage sind und es sinnvoll ist, sie weiter zu betreiben. Ja, ich würde dem Christoph Timmet auf jeden Fall recht geben. Es geht vor allen Dingen erstmal darum, die erneuerbaren Energien auszubauen. Was fehlt uns da? Also wir machen das ja. Wir sind ja Anteilseigner von Juwi. Viel Windenergie, Freiflächen, Solarenergie, die dezentralen Akteure hatte ich schon genannt. Das könnte deutlich schneller gehen. Also ein Punkt hatte ich gesagt, Mieterstrom muss sozusagen reformiert werden. Digitalisierung wäre zum Beispiel sehr interessant, wenn wir Daten zusammenfahren können, sozusagen aus, also Geodaten von den Gebäuden, Dachneigung, Dachzustand mit soziodemografischen Daten, damit ich eigentlich im Prinzip vor dem Kunden weiß, der will eine Solaranlage haben. Dann kann ich da nämlich hinfahren und kann ihm sagen, du willst eine Solaranlage? Ja, woher weißt du das? Ja, herausgefunden. Also ein bisschen Amazon-mäßig. Das sind so digitale Modelle für einen Vertrieb, die finde ich wahnsinnig interessant. Und dann habe ich natürlich hinterher, sozusagen, wenn ich das Ding verkauft habe, ein Riesenproblem mit der begrenzten Zahl an Handwerkern. Die Baubranche ist sowas von unterdigitalisiert. Da könnte man auch mal einiges machen. Wäre vielleicht auch mal fürs Öko-Institut ganz interessant, sich mit der Branche zu beschäftigen. Die ist ja für die Energiewende auch ganz, ganz spannend, gerade im Blick auf Energieeffizienz. Also das ist eigentlich noch alles viel zu teuer, viel zu aufwendig. Das kann man deutlich schneller machen. So, und wenn ich das alles erledigt habe, dann kommen natürlich auch die Flexibilitätsfragen rein. Und das fand ich jetzt nochmal wichtig, dass Sie das gesagt haben. Ich muss ja gar nicht den Smart Meter sozusagen, den brauche ich eigentlich gar nicht, um die Netze zu steuern. Mir reichen ja die Messpunkte an den Trafostationen und so weiter. Das ist eigentlich, und das ist eine überschaubare Zahl, ob das in Süddeutschland jetzt ein bisschen komplizierter ist, wie Sie sagen, kann ich jetzt nicht beurteilen, wird wohl so sein. Aber wenn Sie sehen, wie schnell Funkmasten ausgerollt werden, da bin ich da gar nicht so skeptisch, dass man das machen kann. Also das kann auch schneller gehen. Halte ich aber auch für einen ganz wichtigen Punkt. Und ich glaube auch nicht, um das nochmal kurz zu sagen, also das war jetzt ein bisschen sehr also schwarz-weiß. Die automatische Steuerung ist ja in einem bestimmten Punkt möglich, dass da jetzt gar niemand mehr sitzt.
Also auch ein automatisches U-Bahn-Netz ohne Fahrer wird natürlich irgendwo überwacht. Da sitzen auch schon Leute in der Leitwarte. So schlimm wird es nicht kommen. Aber was Sie gesagt haben, die Versorgungssicherheit. Also wir kennen das im Prinzip aus anderen sozialen Systemen, Rentenversicherung, Krankenversicherung. Da deckt der Staat sozusagen eine Grundversorgung ab. Wer mehr will, muss extra zahlen. Und diese Diskussion jetzt mit bedingter Bereitstellung und unbedingter Bereitstellung von Netzkapazitäten, die geht ja genau in diese Richtung. Und dann, wenn jemand nur mit 3 kW oder 4 kW, das ist ja die Zahl, die gerade diskutiert wird, unbedingt der Bereich schon zufrieden ist, weil er zu Hause Energie speichert, also wunderbar, dann gehen die Netzkosten eben auch zurück. Das ist ja auch ein Vorteil, die sind ja relativ hoch, da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Also ich glaube, da sind natürlich auch eine ganze Menge Möglichkeiten bei der Regulierung der Netze. Dass das dann möglicherweise nicht genug Anreiz ist, sozusagen zu flexibilisieren, das kann durchaus sein. Deswegen ist die Diskussion da nicht am Ende. Aber ich glaube, dass man durchaus ein Stück privatisieren kann. Das fängt ja auch teilweise an. Bestimmte hochsensible Branchen bauen ja schon letztendlich Batteriespeicher auf. Wir kennen das aus Österreich. Da ist das Netz manchmal nicht so gut. Die ganzen Hotels, die eben davon darauf angewiesen sind, abends wirklich das Essen auf dem Tisch steht, die fangen jetzt eben auch an, sich Batteriespeicher anzuschauen, weil sie sich nicht mehr so ganz auf das Netz verlassen. Das wird ein ganz natürlicher Weg sein. Und wenn Sie mal, Sie müssen sich überlegen, da werden Millionen von Speichern ausgerollt, dann kommen die Second-Use-Speicher aus der Elektromobilität noch mit rein. Da kann man, glaube ich, die Frage ganz anders diskutieren, weil sie diese Betriebsmittel zu sich haben. Und die sind natürlich auch für die Flexibilität gut einsetzbar. Also kann ich auch gerne noch mal was zu ergänzen. Die vielen kleinen verteilten Speicher, die stellen natürlich in Summe eine sehr große Kapazität dar. Damit aber jeder Besitzer eines solchen kleinen Speichers ein Interesse daran hat, das in der Energiebranche zur Anwendung zu bringen, muss es ja in irgendeiner Form eine Vergütung geben. Die Vergütung muss aber so hoch sein, dass jeder Privatier oder jede Person, jeder Haushalt sagt, okay, der Aufwand, da jetzt beispielsweise das anzuschließen, an mein Heimnetzwerk eine App zu installieren und so weiter, muss entsprechend hoch genug sein, damit ich überhaupt mich in Bewegung setze, damit es über die Idealisten hinausgeht. Dann besteht aber einfach die Gefahr, dass die Vergütung so hoch ist, dass es in Summe einfach viel zu teuer ist und in keinem Verhältnis mehr steht. Damit wird das eben nur funktionieren, wenn das quasi vollautomatisiert im Hintergrund funktioniert, im Sinne von, dass das in den Produkten schon mit drin implementiert ist. Wenn das aber in den Produkten schon direkt mit drin implementiert ist, sind natürlich die Produkte selber erstmal wieder teurer, weil sie dann entweder ein WLAN-Modul oder Ähnliches haben. Also da ist es sehr, sehr schwierig, aus heutiger Sicht oder auch aus meiner Sicht abzuschätzen, wo da eine sinnvolle Schwelle ist. Und das ist aber auch eben der Bereich, der eben auch außerhalb der Regulierung stattfinden kann und wo dann der freie Markt es dann sicherlich von alleine richten wird. Und das bleibt halt eben an der Stelle spannend abzuwarten. Und bei dem Thema Elektromobilität, das eben schon angesprochene gemeinsame Projekt mit dem Öko-Institut Ensure, wo auch noch weitere Partner beteiligt sind, hat unter anderem ein interessantes Ergebnis hervorgebracht, dass die Netzausbaukosten im Falle von autonomem Fahren deutlich günstiger sein werden, weil dann eben nicht jeder Privathaushalt seine eigene Ladesäule braucht oder man im innerstädtischen Bereich Elektroladesäulen aufwendig ertüchtigen muss, weil in dem Fall, wo die Autos autonom fahren können, können sie auch nachts automatisiert zu quasi zentralen Sammelstellen fahren und stehen morgens wieder aufgeladen an der Stelle, wo ich sie abends abgestellt habe. Das ist natürlich dann ein Punkt, okay, was geht jetzt schneller? Die Elektromobilität, das autonome Fahren, der Netzausbau, das muss ich dann in der Zukunft noch zeigen. Aber Netzausbaukosten lassen sich in jedem Fall einsparen, wenn das autonome Fahren zügig kommt. Jürgen Sutter vom Öko-Institut. Also vielleicht ein Satz, wir machen selbstverständlich auch Projekte zur Baubranche, gerade aktuell wieder.
Aber meine Frage geht in eine ganz andere Richtung. Wenn wir die Energiewende voranbringen wollen, dann dürfen wir uns nicht nur Gedanken machen über die Verbraucher und deren Stromverbrauch und wie wir denn den Strom zu den Verbrauchern, den Privatverbrauchern bringen, sondern auch in die Industrie. Und auch da, bisher kennen wir das Stromnetz so, es gibt einen Verbrauch und nach dem Verbrauch orientiert sich die Stromeinspeisung und künftig wird es genau umgekehrt sein oder zumindest teilweise genau umgekehrt sein. Auch die Industrieanlagen werden sich flexibilisieren. Das Elektrostahlwerk fährt dann vielleicht halt hoch und runter, wenn gerade viel erneuerbarer Stromnetz im Netz ist, die Glasschmelze, das Aluminiumwerk und so weiter. Gerade diese großen Stromverbraucher und in der idealen Welt könnten wir die einfach aneinander koppeln und das Netz diktiert der Aluminiumschmelze, wann es hochfährt. In dem Moment, wo halt gerade viel erneuerbarer Strom da ist. Aber Herr Plätzer, Sie haben es ja schon gesagt, das ist ein Datenproblem mit einer kritischen Infrastruktur. Und dann ist die Frage für mich, wenn diese Datenübergabe dann zum Beispiel zur Industrie nicht funktionieren kann, weil das eben kritische Daten sind, reicht es dann, das ausschließlich als Alternative wäre ja das Preissignal, reicht es dann? Immer vielleicht eine zweite Frage oder Kommentar. Genau, es war auch nur eine kurze Anmerkung und zwar zu dem Thema der Datenverfügbarkeit. Nicolas Becker von der Gesellschaft für Informatik. Ich habe vom Thema Energie relativ wenig Ahnung, wohl aber von offenen Daten und weiß, dass der Stromnetzbetreiber von Dänemark, Energinet.dk, umfangreiche Live-Daten zu Stromerzeugung, Verbrauch, Preisdaten und so weiter in einem offenen Datenportal veröffentlicht. Und also wir hatten da vor langer Zeit auch mal entsprechende Diskussionen, kritische Infrastruktur, was kann man veröffentlichen? Und die haben sich durchgerungen, sehr viel zu veröffentlichen. Insofern, vielleicht können Sie ja da mal schauen, ob das nicht vielleicht auch übernehmbar ist. Also ich kenne mich jetzt nicht mit der dänischen Regulierung aus, aber wenn es ja um Erzeugungs- und Lastdaten geht, dann sind das ja die Daten, die die Anlagen oder die Betreiber der Erzeugungsanlagen haben, beziehungsweise jeder Verbraucher dann selber. Die liegen dem Netzbetreiber ja gar nicht unmittelbar vor, sondern immer nur an den Knotenpunkten, an denen er misst und da sind sie aggregiert. Und zu der anderen Frage, was die Flexibilisierung der Industrie betrifft, viele der wirklich energieintensiven Industrie lässt sich leider nur bedingt flexibilisieren. Gerade was diese metallverarbeitende Industrie betrifft, ist es so, dass die Prozessunterbrechung den Unternehmen mehr kostet als alles andere, beziehungsweise manche Prozessunterbrechung auch dazu führt, dass sie gar nicht unmittelbar wieder losfahren können mit ihrer Produktion und beziehungsweise das Anfahren mehr Energie verbraucht als einfach das Durchfahren des Prozesses. Da gibt es auch ein Projekt vom BMBF im Rahmen der Copernicus-Initiative, Synergie nennt sich das, die genau die Flexibilisierungspotenziale der Industrie untersucht und auch eben festgestellt hat, dass das gerade bei manch energieintensiven Industrie sehr schwierig ist, aber es gibt da durchaus auch Unternehmen, die dazu in der Lage sind, zu flexibilisieren. Aber auch die werden in erster Linie nach wirtschaftlichen Kriterien entscheiden. Also wenn sie Kunden haben, die sie beliefern müssen, dann werden sie im Zweifelsfall eher durchproduzieren, als ihre Produktion zu unterbrechen, weil das vielleicht gerade ein netzdienliches Verhalten sein könnte. Also Stichwort netzdienliches Verhalten. Wir hatten ja jetzt so die beiden Blöcke Markt und Netz, aber was ja auch an Bedeutung gewinnen wird, ist die Schnittstelle dazwischen. Wir hatten das Beispiel Elektromobilität und wer steuert jetzt eigentlich? Wir haben die Flexibilitätsplattformen, die jetzt an verschiedenen Stellen entwickelt werden, wo der Netzbetreiber dann über so einen marktbasierten Ansatz auf Flexibilität zugreift und all diese Dinge. Also da stellt sich für mich auch nochmal die Frage jetzt in Richtung Regulierung, was das für die Regulierung bedeutet, wenn Netz und Markt da, wenn es da so eine Schnittstelle gibt. Ne? Also kann man ja nicht mehr sagen, wir machen Netz und der Markt, der läuft schon, sondern diese Schnittstelle muss man ja irgendwie auch angehen. Und eine ähnliche Frage stellt sich ja auch in Bezug auf die Daten, also auch die Daten, die auf solchen Plattformen dann generiert und gehalten werden. Und
nicht veröffentlicht werden oder doch, oder die eben auch so ein allgemeines Gut sein können, was dann von verschiedenen Akteuren genutzt werden kann. Also so ähnlich wie das Netz heute. Es muss so einen neutralen Akteur geben, der eben die Daten zur Verfügung stellt. Und das, da stellt sich ja dann die Frage, ob das eben auch entsprechend reguliert werden muss. Gibt es da schon Überlegungen in der Richtung, wie sich da auch die Aufgabe der Regulierung erweitern könnte? Das waren ja jetzt ganz viele Aspekte, die Sie angesprochen haben. Was Daten angeht, das finde ich immer recht schwammig, weil man fragt sich ja immer, über welche Daten sprechen wir. Herr Plätzer hat es gesagt, Netzzustandsdaten oder Netzbetriebsdaten, das sind eben, da denkt man immer, das ist irgendein Wunder was, das sind irgendein Strom- und Spannungsdaten und Phasenwinkel. Ich weiß nicht, was man damit machen möchte, damit arbeiten wollte. Was zum Beispiel diese Smart Meter angeht, jedenfalls die, für die das Messstellenbetriebsgesetz gemacht wurde. Dieser Rollout wird ja dann vielleicht doch irgendwann mal starten nächstes Jahr oder sogar Ende des Jahres, wenn das dritte Gerät zertifiziert ist. Da gibt es eben dieses Gesetz und da steht extrem restriktiv drin, welche Daten überhaupt von diesem Gateway erhoben werden dürfen. Oder das sind eben Messdaten, also da gibt es Strom- und Gasmessdaten, die darf der Messstellenbetreiber dann benutzen, um eben seine Abrechnung zu machen. Dann gibt es Netzzustandsdaten, die dürfen nur dann von diesem Messstellenbetreiber erhoben werden, wenn der Netzbetreiber es anweist. Das ist extrem restriktiv. Und dann gibt es Stammdaten, wenn eine neue Anlage angeschlossen wird. Und darüber hinaus dürfen keine Daten erhoben werden, es sei denn, der Kunde, der Verbraucher stimmt zu. Das heißt, die Daten, über die wir hier, glaube ich, sprechen, jedenfalls viele dieser Daten, vor allem wenn es Verbraucher betrifft, die gehören dem Verbraucher. Es gibt keine Daten, die irgendwo rumfliegen, die jemand nutzen könnte, jedenfalls was dieses Gesetz da sagt. Den anderen Aspekt, den Sie angesprochen haben, Markt und Netz, da konstruiere ich mir jetzt mal heraus, diese Flexibilitätsmärkte, die eben in verschiedenen Piloten auch ausprobiert werden, insbesondere im Norden. Da geht es in aller Regel eben um Netzengpässe. Und da gibt es ja diesen, das ist jetzt auch wieder so ein Nischenthema, da gibt es diesen Redispatch und extrem hohe Redispatch-Kosten. Das entsteht immer dann, wenn eben im Norden zu viel erneuerbaren Strom in das Übertragungsnetz eingespeist wird und im Süden dieser Strom, weil da die Lastzentren sind, nachgefragt wird. Dann müssen also im Norden Windkraftanlagen abgeregelt werden und Gaskraftwerke im Süden angeschaltet werden, damit man diese Bedarfe decken kann. Das ist dann ärgerlich, wenn man Erneuerbare abregelt. Deswegen gibt es eben diese Bestrebung im Norden, vielleicht Netzengpässe aufzulösen, indem man lokale, und das ist eben lokal und das ist möglicherweise ein Problem, lokale Lasten kontrahiert. Das sind so die Ideen. Das soll dann über eine marktliche Plattform geschehen. Und da kollidiert tatsächlich das eine mit dem anderen System. Also da entstehen dann marktliche Preise und ein lokaler Markt. Da hat man dieses Problem des Gamings. Da kann sich eben, weil es bekannte und manifeste Netzengpässe sind, die also strukturell bedingt sind, kann ich eben relativ gut prognostizieren, wenn ich da in der Branche tätig bin und die Wetterprognosen studiere und Analyseverfahren anwende. Und dann kann ich mich eben als Last entsprechend verhalten. Dann kann ich also anmelden, dass ich nicht produziere, damit ich dann auf jeden Fall, wenn der Netzengpass da ist, dann doch über diesen Markt mehr Geld verdienen kann. Deswegen gibt es eben den bundesweiten Redispatch, der administrativ passiert. Und da ist tatsächlich eine Frage, die ich nicht beantworten kann, wie man dieses Nebeneinander zwischen marktlichen Redispatchen und marktlichen Preisen, die da vielleicht entstehen, jetzt mal abgesehen von Gaming, wie man das zusammenbringt mit diesen administrativ festgelegten Entschädigungskosten, die in dem Redispatch-System
entwickelt werden? Also das ist eine ganz schwierige Frage. Da haben wir auch noch keine Lösung. Jetzt kann man noch dazu sagen, das Wirtschaftsministerium hat ein Gutachten in Auftrag gegeben zu diesem marktlichen Redispatch, weil in der Strommarktverordnung der Kommission marktliche Beschaffung als bevorzugte Variante festgeschrieben ist. Und da gibt es aber Ausnahmen, und die Ausnahmen sind nämlich genau, wenn vorhersehbare und wiederkehrende strukturelle Netzengpässe vorliegen, kann der Mitgliedstaat eben diesen marktlichen Beschaffungsprozess muss er begründen, und er muss auch einen Maßnahmenplan vorlegen, erstmal administrativ lösen. Und genau dahin geht jedenfalls, wenn man dem BMW genau zuhört, offensichtlich gerade die Richtung, und das ist ja auch in der Nabeck-Novelle verankert. Wenn es jetzt nicht noch eine Wortmeldung gibt, dann würde ich vielleicht zum Schluss noch, oder hast du noch einen Punkt? Nee. Noch mal so ein bisschen den Ausblick ansprechen. Also wir hatten es ja schon, also wir haben jetzt so viel diskutiert. Es gibt eben so eine bestimmte Branchenstruktur, und es kommen jetzt die Erneuerbaren und die Energiewende, und die Digitalisierung ermöglicht das jetzt sozusagen aufzugreifen und das einigermaßen effizient zu organisieren. Aber die Frage ist ja, Herr Krawinkel, Sie hatten es auch angesprochen, ne, vielleicht gibt es ja viel weitergehende strukturelle Änderungen. Also da könnte ich vielleicht so mir vorstellen, dass man als Abschlussrunde da nochmal so einen kurzen Ausblick gibt. Also vielleicht bleibt die Struktur so ja gar nicht erhalten. Also das fängt an in Richtung, wir hatten es vorhin gehört, kleine Stadtwerke können das gar nicht leisten, die Prozesse, die jetzt da notwendig sind. Und da kommt es zum Konzentrationsprozess, oder bei den Netzbetreibern. Ne? Ich meine, Schleswig-Holstein Netz AG kann sich solche Sachen leisten, ne? Aber so ein kleiner Netzbetreiber ist vielleicht auch überfordert von den Anforderungen, auch wenn es jetzt nur so einfache Digitalisierungssachen sind. Vielleicht kommt es da zu einem Konzentrationsprozess. Ne? Oder Anyway sagt vielleicht irgendwann, ja genau, das diesen Mittler, Sie hatten es ja angesprochen, den brauchen wir gar nicht mehr. Auch da würde ja eine ganz neue Marktstruktur entstehen. Oder also der Ewald Hesse von Grid Singularity fehlt jetzt. Der würde jetzt wahrscheinlich sagen, was brauchen wir das ganze Zeug noch? Also ich habe meine Blockchain, ne? Also ich will ihm da jetzt auch nichts in den Mund legen, aber um es ein bisschen zuzuspitzen. Ne? Also das wird dann sozusagen alles vollautomatisch organisiert und abgerechnet, und natürlich muss dann noch irgendjemand sozusagen die Strommasten irgendwo aufbauen. Das macht die Blockchain dann nicht, aber sozusagen alles andere. Also von daher vielleicht einfach nochmal so ein bisschen die Frage nach dem Ausblick und wo das auch strukturelle Änderungen vielleicht dann mit sich bringen kann, diese ganze Entwicklung. Wer möchte anfangen? Also ich habe jetzt die Bundesnetzagentur-Brille auf, und tatsächlich glaube ich, dass Digitalisierung hin oder her und strukturelle Veränderungen hin oder her, um die Energiewende tatsächlich weiter voranzutreiben, wird es einen Netzausbau geben müssen. Und da werden wir auch nicht drum hinkommen, wenn wir irgendwelche dezentralen Lösungen oder Quartiere oder Kundenanlagen, größere Quartiere auch. Man wird den Übertragungsnetzausbau brauchen, weil der Norden einfach aufgrund der windstarken Zonen sehr viel mehr Strom produziert und die Lasten eben woanders im Land sind. Und der Strom muss transportiert werden. Und es gibt kaum ein besseres Produkt, was günstiger und besser transportiert werden kann als Elektronen. Ja, also ich glaube, dann sollte man nochmal gucken, so ähnlich wie der Christoph Timpe das eben sagte, wo geht die Reise eigentlich hin? Kürzlich hat sich die chemische Industrie gemeldet, hat gesagt, naja, wenn wir CO2-frei sein sollen bis 2050, brauchen wir 500 Terawattstunden mehr Strom. Also man muss sich darauf einstellen, dass der Stromverbrauch stark ansteigt. Ich würde mal sagen, mindestens verdoppelt, wenn nicht verdreifacht gegenüber heute, wenn die Zahlen alle so stimmen, da habe ich keine Zweifel. Das heißt aber, wir müssen uns entscheiden, wie viel wollen wir selber produzieren
wie viel wollen wir im Norden produzieren mit Wind, wie viel wollen wir im Süden produzieren mit Solar, wie koppeln wir die Systeme zusammen und was geht sozusagen raus, also Stichwort Nordafrika, Wasserstoff und so weiter. Der Edenhofen hat mal in einer interessanten Diskussion gesagt, naja gut, also wenn ihr den Wasserstoff in Marokko produziert, kombiniert Wind, Solar, habt ihr hohe Benutzungsstunden, wird das wirtschaftlicher. Da ist natürlich die Frage, ob der Wasserstoff jemals das Stahlwerk in Deutschland erreicht, ob der Stahl nicht dann auch da unten produziert wird. Und das Gleiche kann man natürlich im Norden sagen, wenn da ein Windüberschuss ist, wird sich irgendwann möglicherweise auch Industriestruktur verändern. Also ich war mal in Passau, sehr interessant, die hatten einen florierenden Hafen, Handelszollstationen und so weiter, und dann sind da irgendwelche Leute auf die Idee gekommen, irgendeine Eisenbahn zu bauen. Tja, da war es vorbei. Also ich denke, das muss man sich schon mal vor Augen führen, dass das ganz gravierende Änderungen noch haben kann. Und wir müssen uns im Süden wirklich überlegen, wenn wir da Windenergie nicht in dem Umfang ausbauen können, wie machen wir das überhaupt? Also da kann ich sagen, die Schweizer sind da eigentlich ganz fix. Die sagen, alles mit Solar und dann sozusagen mit Pumpspeicherwerken abfedern. Ja, Pumpspeicherwerke im Süden auch irgendwie ein bisschen mau, schwierig. Also ich glaube, das wird für Süddeutschland noch ein richtiges Problem. Da werden sicher noch Leitungen gebaut, aber ich glaube, irgendwann, wenn, ich weiß nicht, 3, 4, 5 gebaut sind, dann ist irgendwann auch bei der Bevölkerung Schluss. Das kann man nicht ewig weitertreiben. Also da würde ich mich mal intensiv drum kümmern, also nicht ich persönlich, das ist eine Empfehlung an die Länder da im Süden, zu sehen, wie sie das eigentlich hinkriegen. Sonst laufen die da wirklich in eine Falle rein, Stichwort Stromlücke. Also das muss man meines Erachtens sehen. Wenn es aber gelingt, dann kann man mit PV und Speichertechnologien, glaube ich, relativ weit kommen. Da muss ich aber auch mal einen Zahn zulegen. Da sind die norddeutschen Länder mit dem Windausbau, glaube ich, deutlich schneller als die süddeutschen mit dem Solarausbau. Da müssen sie nachholen. Ich glaube, die eine Lösung für die Zukunft gibt es nicht. Wir haben ja heute auch mehrere gesehen. Es müssen verschiedene sein. Und es ist auch wichtig, dass verschiedene Konzepte entwickelt werden, die nebeneinander stehen. Und lokal ist es einfach auch unterschiedlich. Der Norden braucht vielleicht andere Lösungen als der Süden beispielsweise. Und wir sind ja bereits mitten im Wandel. Wir kommen ja aus dem komplett zentralisierten System. Und gerade in der Erzeugung, in den allein 1,6 Millionen PV-Anlagen oder ich glaube mittlerweile schon 1,7 fast. Allein diese massive Anzahl im Vergleich zu den wenigen Kraftwerken vorher zeigt ja schon, wo es hingeht. Und das geht ja weiter, weil wir das massiv weiter ausbauen möchten. Und dadurch entsteht nicht nur auf der Stromerzeugungsseite eben der Wandel, sondern dadurch verschieben sich auch Marktmächte, weil ich eben viel, viel mehr Erzeuger habe. Und viel mehr Menschen möchten teilhaben und an diesem Markt. Und dadurch entstehen natürlich auch andere Marktrollen. Oder ich habe beispielsweise wie bei uns, ich habe auf einmal nicht mehr nur 4 große Stromversorger in Deutschland, sondern theoretisch wird es in Zukunft vielleicht für jeden möglich sein, das zu sein, indem er eben Prozesse automatisiert bereitgestellt bekommt. Und das verändert sehr viel im Markt, schafft mehr Teilhabe. Und ich glaube, wir sind mittendrin im Wandel. Ja, vielleicht noch in Ergänzung zu den Vorrednern. Ein Thema, was noch gar nicht angesprochen wurde, aber eben auch in dem Zusammenhang gehört, das Thema Sektorenkopplung als weiteres Werkzeug zu nutzen und neben dem gesellschaftlichen Willen auch den politischen Willen, die Rahmenbedingungen so zu ändern, dass wir da auch wieder neuen Schwung in die Energiewende reinbekommen. Was, glaube ich, im Gesamtzusammenhang wichtig ist. Der Klimawandel endet halt eben nicht an nationalen Grenzen. Es bedarf eben auch der europäischen Nachbarn und der anderen Länder auf der Welt mitzumachen und da eben entsprechend als gutes Beispiel voranzugehen und gleichzeitig aber auch eben alle anderen zu motivieren, mitzumachen. Gut, herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende. Ich glaube, unsere Anfangsthese, dass wir die Digitalisierung in der einen oder anderen Form für die Energiewende benötigen, wurde nicht widerlegt. Das ist ja schon mal ein Erfolg. Wir haben viele interessante Aspekte und Entwicklungen besprochen und auch Anwendungen der Digitalisierung. Ich versuche das jetzt nicht alles nochmal zusammenzufassen. Wer es nochmal sehen will, der kann sich das dann auch im Internet nochmal anschauen. Da gibt es das dann alles nochmal. Jetzt gibt es die Pause und dann geht es im Plenum weiter. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, für Ihre Fragen und Kommentare und natürlich vor allem auch an unsere Redner hier vorne. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.